Willkommen bei Tacheles mit Röper und Stein. Liebe Zuschauer, es ist wieder soweit. Thomas ist im Hotel in Moskau und steht uns Rede und Antwort zu den Wahlen des alten und neuen Präsidenten aus Russland. Und natürlich sprechen wir auch über die vielleicht drohende Kriegssituation, die wir immer mehr haben in Deutschland. Also, das ist die neue Ausgabe von Tacheles und jetzt geht's los. Hallo Thomas, ich grüße dich. Wir starten in die neue Sendung und du bist heute nicht in St. Petersburg, sondern sitzt in Moskau, sehe ich gerade. Ja, wir müssen noch einen Bonschein-Mund, du warst so schnell fertig mit deiner Antwort. Ah, ich war zu schnell heute. Boah, mal tun, sag mal am Telefon. Ja, ich bin in Moskau, bin jetzt schon 10 Tage unterwegs, weil ich ja bei dieser Wahl dabei war. Lebe aus dem Koffer und heute haben sie meine Tickets vertauscht, irgendwie mit dem Rückflug. Also ich bin gerade ein bisschen genervt. Aber wir kriegen die Sendung irgendwie hin. Der Vorteil ist ja, ich habe in den Tagen wirklich nicht viel schreiben können. Darum wird es vielleicht heute nicht die längste Sendung, aber mal gucken, was wir hinkriegen. Wir gucken mal. Also du warst als Wahlbeobachter mit unterwegs. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wo bist du gelandet? In welchem Bereich bist du denn in diesen 3 Tagen des, 16, 17, 18 oder 17? Nee. Ja, Freitag genau, Sonntag, 15, 16, 17, so rum war es, genau. Ja, genau. Da warst du mit dabei. Ja. Also, das war so. Wir sind am Donnerstag schon rübergeflogen worden, weil das ein recht weiter Weg ist. Wir sind auf die Krim geflogen. Die Flughäfen sind ja noch alle gesperrt. Das ist alles recht lange. Es waren Beobachtergruppen bei uns dabei für die ganzen neuen Gebiete. Also Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Cherson, Krim und ich glaube Rostov auch, weiß ich gar nicht. Und die saßen alle im Flieger, dann sind wir erst in Rostov gelandet, dann sind die einen ausgestiegen, dann sind wir auf die Krim geflogen und dann von da aus mit dem Bus noch stundenlang bis nach Zaporozhye, das war auch ein ganz schöner Ritt. Und dann waren wir irgendwann abends im Hotel und dann sind wir dann 3 Tage im Gebiet Zaporozhye unterwegs gewesen. Die Reiserei, die geht wirklich den ganzen Tag bei Flügen, das sind so 14 Stunden alles zusammen. Wegen dem gesperrten Luftraum ist alles ein bisschen nervig. Aber das ist so die Geschichte. Sind wir Donnerstag hin. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs gewesen und Montag zurückgeflogen. Irgendwann nachts wieder in Moskau. Und darum habe ich eben in der Zeit auch nicht viel schreiben können, weil ich einfach, das Flugzeug kannst du nicht vernünftig schreiben, hast kein Netz und auch kannst den Laptop nicht hinlegen und dann bist du auf Tour. Bist du abends auch geschlaucht. Das ist alles ein bisschen anstrengend. Und darum war da jetzt so ein bisschen Sendepause bei mir. Ich werde da nächste Woche aber wieder nachholen. Also jetzt ab Freitag, Samstag fange ich wieder richtig an zu schreiben. Okay, wie kam das zustande, dass du als Wahlbeobachter in Frage kamst? Ist man auf dich zugekommen und hat gesagt, Herr Röper, wir bräuchten bitte jemand, der pro-russisch berichtet? Oder wie war das? Da waren unglaublich viele Wahlbeobachter. Der Westen meckert ja aber rum, dass die OSZE nicht dabei war. Die Russen haben die OSZE nicht eingeladen, weil die OSZE nun offen Russland unfreundlich ist. Ist schon Zeit her, hast du wahrscheinlich schon vergessen, aber ich habe es auch vergessen gehabt, 2021 bei der Parlamentswahl in Russland, da gab es ja schon das Thema, dass die OSZE die Wahlbeobachtung selber abgesagt hat, weil sie nicht hin wollten. Dann haben die Russen gesagt, brauchen wir nicht mehr einladen, ist das Thema durch. Aber es waren ein Wahlbeobachter da von der GUS, von der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Und dann gab es eben noch die anderen, also so wie die, zu denen ich gehörte. Die einen werden eingeladen von der Wahlkommission und wir wurden eingeladen von der Gesellschaftskammer. Gesellschaftskammer ist so eine Art Dachverband der russischen NGOs. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Da arbeiten also alle ehrenamtlich, gibt es auch keine Gehälter. Und da können die NGOs beitreten, die russischen, und haben dann ganz anderen Zugang zur Regierung. Ne? Weil da natürlich, da ist so eine geballte Macht im Grunde der NGOs, die sich dafür alles Mögliche einsetzen. Und diese Gesellschaftskammer hat erstens ausländische Wahlbeobachter eingeladen, also für solche wie mich. Wir waren also juristisch gesehen waren wir ausländische Experten, weil wir eben nicht von der Wahlkommission eingeladen waren, sondern von der Gesellschaftskammer. Und die Gesellschaftskammer hat auch russische Wahlbeobachter losgeschickt. Also da haben sich unglaublich viele gemeldet. Ich glaube, es waren 300.000 russische Wahlbeobachter. Also in jedem Wahllokal saßen nonstop Wahlbeobachter von russischen Parteien, die dabei waren. Mhm. Das heißt also,
In einem Wahlbelokal waren sogar alle vier, hab ich da gesessen. Also alle vier von allen vier Kandidaten saßen Wahlbeobachter da, die haben ihre Stühle so in der Ecke und können das ganze Wahllokal einsehen, sitzen den ganzen Tag da rum und gucken, dass alles gerade abläuft. Also es waren sehr, sehr viele Wahlbeobachter dabei und dann eben auch wir als Ausländer. Und ja, ich bin jetzt erst nicht das erste Mal. Also die haben mich ja schon beim Referendum, bei den Wahlen im September dabei gehabt und ja, haben sie mich eben wieder gefragt. Okay, dann Also, also dein Eindruck von den Wahlen selber, die Soldaten mit Kalaschnikow hinter dem offenen Vorhang und geguckt. Es gab nämlich zwei Videos, die veröffentlicht worden sind, die relativ schnell als Fälschung herausgestellt worden sind. Also es gab wohl irgendwie von der Propagandaseite von der anderen Feldpostnummer gab es Videos, um das Ganze so darzustellen, als würde man in Russland mit Kalaschnikow abstimmen. Wie war dein Eindruck so von der allgemeinen Stimmung, vom Wahlaufkommen, von der Wahlbeteiligung, von der Stimmung, die du wahrgenommen hast? Hast du die Möglichkeit gehabt, vor und nach der Wahl mit Leuten vor Ort zu sprechen oder bist du nur auf rein Beobachten da gewesen? nee, ununterbrochen mit den Leuten geredet. Also die Videos zunächst einmal, das ist so das, was ich generell feststelle auch, was ich, ne, wenn wir den Nawalny nehmen, jetzt bauen sie ja seine Frau zur Oppositionärin auf da. Das ist ganz interessant, das ist alles nur fürs westliche Publikum. Also die Nawalny, naja, die Frau nimmt in Russland keiner ernst. Das ist eine Schicksal, die das Geld ihres Mannes toll fand, die ihren Mann im Gefängnis nie besucht hat, die zur Beerdigung nicht gekommen ist und so weiter und so fort. Also ihr Mann scheint ihr nicht allzu wichtig zu sein. Dann ist außerdem bekannt, dass sie, während er im Gefängnis saß, Affären hatte, eine immer noch hat, mit einem Typ von Bellingcat. Also die wird in Russland gar nicht ernst genommen. Also das ist wirklich nur für den Westen, um dem Westen zu zeigen, wir haben hier noch russische Opposition. Und das Gleiche gilt auch für die Videos. Weil diese gefälschten Videos, jeder Russe lacht sich kaputt, weil das war zu sehen, dass es keine russischen Wahllokale waren, weil die ganzen Attribute waren nicht da. Ja, die Ohren sehen anders aus, die Wahlkabinen sehen anders aus jetzt auf den Videos. Das war also sehr lustig. Wie gesagt, offensichtlich für den Westen, weil jeder Russe weiß, wie seine Wahllokale aussehen. Die Frau Nawalnaja hat ihre Stimme in Berlin in einem Wahllokal abgegeben. Auch interessant, In dass der sie Botschaft. in Berlin sitzt währenddessen, ne? Ja, die kriegt ja ihren Personenschutz zahlt in der deutsche Staat. Also die wird von Deutschen bewacht. Wie Ja, bitte? die sind. Wer? Ja, Was? die hat Personenschutz, den zahlen die Deutschen. Ich muss Weil aber er. nachgucken, wer das ist, Bundespolizei, wer auch immer, aber die deutsche Staat zahlt ihren Personenschutz. Ach so, weil das ein offizielles Narrativ ist ja, der Mann wurde vom Kreml umgebracht, also muss die Frau beschützt werden vom Kreml sozusagen. Klar. Ja, okay. In So. der Welt kann ich das noch nachvollziehen, also in der Denke, Ja. ja. Also, wie gesagt, das ist wirklich lustig. Diese ganzen Sachen sind wirklich gemacht fürs westliche Publikum, die sich in Russland nicht auskennen. Also, man will offensichtlich im Westen den Eindruck vermitteln, in Russland wäre große Proteststimmung. Das ist ganz lustig. Das ist wirklich, diese ganzen Sachen sind für den Westen. Weil auch das mit den Soldaten, ich meine, die gab es ja nur, die Soldaten gab es ja nur in den neuen Gebieten. Also, ne, wo der Westen sagt, die gehören zur Ukraine. Sonst gab es die ja nicht. Also, Was heißt, die und da sind Soldaten die. gab es, der gab es Soldaten zur Bewachung, zum Schutz Ja, der natürlich zum Schutz. Wahllokale, Das ist, ja. du musst sehen, also in Russland ist es ja so, also wie man in Russland eine Wahl fälschen will, ist wirklich ambitioniert, weil zum Beispiel jedes Wahllokal, da sitzen nicht nur die Beobachter drin, jedes Wahllokal hat eine Webcam. Und du kannst über die Seiten der Wahlkommission kannst du die Webcams einsehen. Du kannst jedes Wahllokal live beobachten. Es wird alles nonstop gefilmt und ist auch online. So, außer in den neuen Gebieten da nicht, weil die Ukraine schießt ja auch Menschenansammlungen. Das heißt, die wollen in der Ukraine, also wollen nicht aus den neuen Gebieten zeigen, was in den Wahllokalen los ist. Da gab es keine Kameras. Aber sonst russlandweit. Und dann siehst du ja auch, da sind in den ganzen Wahllokalen sind gar keine Soldaten, ne? Das sind die russischen. Im alten Kern Russland. So, die Soldaten gab es nur in den neuen Gebieten und da zum Schutz. Also es gab am Eingang von jedem Wahllokal, da waren Metalldetektoren. Jeder wurde genauestens untersucht, wie am Flugplatz, als wenn du in den Flieger willst. Einfach wegen der Gefahr vom Terror. Also es wurden mehrere Wahllokale in Saporosche alleine wurden beschossen mit Drohnen. Eine Leiterin eines Wahllokales, also eine leitende Wahlhelferin, die wurde mit einer Autobombe in die Luft gesprengt in Saporosche. Ja, also es ist nicht ganz, ne, der Schutz hat schon seinen Sinn. Also Nur, auch ein tödlicher Anschlag. ja, wurde eine Frau, ich habe hier zwei Kinder, die wurde mit dem Auto in die Luft gejagt. Also, und von daher, die Soldaten haben eben den Sinn, die sitzen vorne, also wenn du ins Wahllokal reinkommst, vorne sind sie am Eingang, machen mit der Polizei zusammen die Kontrolle der Leute, die reinkommen. Aber wenn du dann reingehst ins Wahllokal, der ist kein Soldat mehr. Also das, ne, da machst du, was du willst.
Und wo die Soldaten auch eben gesehen hast, die haben ja in Russland ab Freitag gewählt. Wobei in den neuen Gebieten die Wahllokale am Freitag noch gar nicht auf waren. Die haben nur mobil gewählt. Das heißt, aus jedem Wahllokal sind eben die Leute, die Wahlhelfer raus, haben bestimmte Straßenzüge, bestimmte Adressen bekommen, hatten eine tragbare Plastikurne und es haben von Tür zu Tür geklingelt. Möchten Sie wählen? Um eben auch dafür zu sorgen, dass nicht so viele Leute in die Wahllokale kommen, wo dann wohl beschossen werden könnte. Und natürlich hatten auch diese Wahlhelfer einen Soldaten dabei, der auf sie aufpasst, dass da kein das sind meistens, die Wahlhelfer sind in Russland meistens Frauen. Und dann hatten sie immer einen Soldaten dabei, der war so 10, 15 Meter hinter denen, hat die Lage im Griff gehabt. Wenn die in den Häuser gegangen sind, hat er kurz geguckt im Hauseingang, alles sauber, gut, hat er draußen vor der Tür gewartet. Also der war da gar nicht dabei, wenn die in die Wohnung gelaufen sind. Also von daher, ja, das für den Westen ist es ein tolles Narrativ, aber es ist kompletter Bullshit. Also die waren wirklich zum Schutz da und das war auch sehr interessant zu sehen. Ich habe es leider nicht geschafft, das zu filmen, das ging zu schnell. Ist mehrmals passiert, dass da irgendwie, gerade wenn wir so in den Gegenden waren, wo Einfamilienhäuser waren, in Melitopol, da sind wir dann oft beim Rentner und so. Und die haben den Soldaten umarmt. Ein alter Mann hat sich mit Tränen in den Augen bedankt dafür, dass der Soldat Schutz und so weiter. Also das Ganze, was ist extrem wirklich lustig, wie der Westen lügt. Das ist wirklich alles komplett anders als Weil im das Osten. Narrativ im Westen ist ja, dass wenn diese mobilen Wahlteams unterwegs sind, die Manipulation natürlich viel einfacher ist, dass man dem Mütterchen da oder dem Opa halt natürlich dann mit ein bisschen Nachdruck dann sagen kann, ja, du weißt schon, wen du wählen musst oder so. Das Ja, so wird's von ja, wegen. ja. Ja, aber es ist wirklich Blödsinn. Also die Leute, wenn die in so einem Straßenzug kamen oder auf dem Hinterhof waren und dann in die Häuser, die Leute sind selber rausgekommen, die wollten wählen. Die sind wirklich selber raus, ne? Und dann, die sind auch hinterhergelaufen und wollten wählen. Und die Wahlurne ist versiegelt. Also da kannst du auch jetzt nicht so schrecklich viel machen. Und mit Druck ist auch Quatsch. Also es ist gerade, also Zaporozhye, ich war überrascht. Also das war so eine brutale Pro-Putin-Stimmung. Weil was da gebaut wird, die Leute sehen, es geht ihnen besser. Sie sehen unter Russland, die Straßen sind, das ist unglaublich, das kannst du, das musst du erlebt haben. Ich kenne das ja nun, wie gesagt, seit März 22 war ich das erste Mal Melitopol. Und wie das damals ausgesehen hat, in welchem Zustand die Straßen waren, das ist Tag und Nacht, ist alles neu gemacht. Unglaublich schnell, die haben hunderte Kilometer Straßen neu gemacht. Da werden Schulen gebaut, Kindergärten renoviert, Krankenhäuser neu gebaut. Also es ist unglaublich, was da abgeht. Und dann zahlen sie die russischen Renten, die höher sind als die ukrainischen. Dafür haben sie aber jetzt die russischen Wohnnebenkosten, die niedriger sind. Wir haben ganz viele Rentner gehabt, die sagten, ich kann endlich mal wieder, was ich, Küchengerät kaufen. In der Ukraine haben sie wirklich, die Rentner mussten Geld von ihren Kindern betteln, weil die Rente in der Ukraine kaum für die Wohnnebenkosten reicht. Aber essen musst du ja auch nicht. So, und jetzt haben die russischen Renten, die so 2 bis 3 Mal so hoch sind wie die ukrainischen. Und dafür gleichzeitig die russischen Nebenkosten, die, was ich, nur ein Drittel oder was von den russischen, von den ukrainischen sind. Lass uns Also da gleich plötzlich haben nochmal wir. drauf kommen. Ich würde gerne jetzt mal das Ergebnis der Wahl natürlich noch besprechen. Es ist ja jetzt auch gar keine Überraschung gewesen, dass Putin diese Wahl gewonnen hat. Es war im Vorfeld eigentlich klar. Es ging nur darum, mit welcher Unterstützung er jetzt rechnen muss. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war es das beste Ergebnis, das er jemals hatte, oder? Also 87,2% ist mehr wie bei allen anderen, war bei allen drei Wahlen vorher. Oder warte mal, ist es die vierte oder die fünfte Amtszeit jetzt von ihm? Die 2000, 2004, 2012. fünfte. Fünfte Amtszeit jetzt von ihm. Ja, Er fünfte. ist ja jetzt schon 24 Jahre fast. Nee, halt, 4 Jahre war er nicht, gell? Ich will dir mal was zeigen. Ich müsste jetzt mal den Bildschirm teilen, weil das zeige ich dir mal, weil es ist ganz lustig. So, was ich dir zeigen wollte, ist das hier. Das ist das Levada Center. Das ist ein Umfrageinstitut. Und das benutze ich immer extra, ganz bewusst. Weil das ist ein Russland eingestuft als ausländischer Agent, wird von USA finanziert, das ist also jetzt nicht pro-russisch. Ja? Also, so. Und die machen sehr geile Umfragen, muss ich dir einfach sagen. Die machen zum Beispiel, hier ist eine Umfrage, wie schätzen Sie die Lage im Land insgesamt ein? Blau sagt, das Land geht in die falsche Richtung, schwarz sagt, das Land geht in die richtige Richtung. Die haben angefangen mit den Umfragen, guck mal, das geht seit 96, machen sie es jeden Monat. Ja? Und dann kannst du eben genau sehen, wie sich das entwickelt hat. Und im Augenblick ist es, ne, 75% in Russland sind optimistisch, das Land entwickelt sich in die richtige Richtung. Das ist der höchste Wert aller Zeiten.
aktuell. Nur, dass du mal das Gefühl für die Stimmung kriegst in Russland. Und wie gesagt, es ist keine russische Propaganda. Und wir können weiter runtergehen. Hier. Die Wladimir Putin, wie beurteilen Sie die? Schwarz unterstütze ich, blau Sag's noch nein. mal, was beurteilen wir? Die Tätigkeit, die Die Arbeit von Putin. Tätigkeit, okay, ja. Ja? So, schwarz ist gut. So. Übrigens, seinen schlechtesten Wert hatte er im April 20. Das war, als Russland den einen kurzen Lockdown hatte, mit 59%. Das war sein historisch schlechtester Wert. Zustimmung. Ja, so. Wie viel hat Scholz? Oder egal. Und aktuell sind hier, was haben wir hier? 86%, die Putins Arbeit gut finden. Okay. Das deckt sich ziemlich genau mit dem Wahlergebnis. Also, ne, die haben nicht schlecht ab. Die Umfrage ist nicht verkehrt. Aber du siehst auch hier wieder, ne, die Stimmung. Also, interessant, ne, die russische Stimmung ist hochgegangen hier. Guck mal auf Februar 2014, wo in der Ja, warte mal, schwarzen warte mal. Ja, Grafik, hier da geht's Februar nach 14. oben, das war doch genau die Krim-Krise, gell? Februar 14, Krim war Mai, Ja. März. Hier, da Ja. ging's, ne? Zack. Die Russen fanden das mit der Krim super. Ja. Da ist der hochgeschossen. Und jetzt hier, Militäroperation. Guck mal, ne? Das war Februar, da war es noch nicht. Und dann haben sie im März, haben sie keine gemacht anscheinend. So, dann haben wir April. Zack, 82. Also, die Russen stehen hinter Putin. Das muss dir jetzt nicht gefallen, aber es ist so. Und von daher, wozu sollen die eine Wahl fälschen? Der hat 86% Zustimmung. Was soll die sich die Mühe machen, eine Wahl zu fälschen? Sagt ein pro-westliches Institut. Hier ist die Frage, wie man den Premierminister bewertet. Auch der kriegt gute Werte. 73%. Die Russen finden den Premierminister gut. Wie heißt der? Die Regierung, Wie heißt der Prim? Mischustin. Mischustin. Die Arbeit der Regierung finden aktuell, das musst du dir in Deutschland mal überlegen, 73% sind mit der Regierung zufrieden. Das ist bei euch genau umgekehrt. Und das wäre Ja? noch hoch, ja. So, also das heißt, also man muss überhaupt nicht fragen, wie die Stimmung in Russland ist, das ist völlig klar, wo die ist. Also die Stimmung in Russland ist richtig gut. Trotz wahrscheinlich auch Zehntausender Tote im Krieg. Ja, die Russen haben es akzeptiert. Wir sind da, wo wir sind. Der Westen wollte das Spiel durchspielen. Die Russen sehen mit den Sanktionen, die ja wirklich nur inzwischen, es geht ja wirklich gegen Russen, ja, gegen die Menschen. Und die Russen haben verstanden, okay, es geht nicht anders. Der Westen will das Spiel spielen, spielen wir es. Das ist der Preis. Es ist eben so, das nehmen die Russen inzwischen, ja, auch die Leute verloren haben, die sehen das inzwischen relativ, ich sage jetzt mal falsches Wort, aber sie sehen es relativ gelassen nach dem Motto, okay, es gab keine andere Wahl, jetzt müssen wir es durchkämpfen. Ja, weil du es gerade angesprochen hast, es muss ja keine Wahlfälschung stattfinden in Russland, damit der Präsident gewählt wird. Die Medienberichterstattung in unseren Landen hier ist ja eindeutig. Es wird ja auch gar nie von Präsident Putin gesprochen, sondern die sprechen alle nur von Putin, weil sie den als Präsident gar nicht anerkennen. Allen voran die führende Riege unserer Politiker, gerade die Außenministerin Baerbock, ist ja wirklich eine Frau, die offensichtlich ein großes Problem mit dem russischen System hat. Und da wird natürlich das Bild gezeichnet, erwartungsgemäß, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, ein sehr unterdrückendes System, das seine Kritiker ausschaltet. Und also, wenn du dir nur ein paar Medien anschaust, wenn du dir mal wirklich Tagesthemen, Tagesschau in diesen Tagen anschaust, dann gibt es da eigentlich nur eine ziemlich klare Richtung. Russland, Unterdrückerstaat, die Menschen begehren auf, die Opposition artikuliert sich und dann können wir jetzt gleich mal zur Wahl zurückgehen. Es gibt Protestaktionen oder es gab Protestaktionen bei den Wahlen. Es gab da verschiedene Szenen und die dann eben auch bei uns groß gezeigt worden sind. Also der Unmut der Menschen, wie hier zum Beispiel Feuer legen im Wahllokal oder Videos, wo man gesehen hat, dass manche Menschen Farbe in die Wahlurnen gekippt haben, um dann alle Urnen damit ungültig zu machen. Das wurde groß gefeiert in den Medien bei uns. Seht ihr, es gibt eine lebendige Opposition in Russland und die werden jetzt alle unterdrückt. Ja, und das ist übrigens auch Quatsch. Warte, lass mich die Frage stellen. Was ist da wirklich passiert? In welcher Anzahl gab es die Dinge eigentlich, diese Vorfälle? Und wie wurden die aufgenommen und was passiert mit den Leuten, die das gemacht haben?
Also das nächste Mal, es gab nicht viele. Es gab die Fälle, aber die sind also überschaubare Zahl. Ich habe keine 5 Zahl im oder Kopf. 500 ungefähr? Wo sind wir ungefähr Also so? 100 ähnlich, wenn es 15 waren. Also es war nicht viel. Es war nicht viel. Die Leute, die das gemacht haben, das waren oft irgendwelche mehr oder weniger verzweifelten, obwohl nicht allzu gebildeten Menschen, die auf sozialen Netzwerken, mit denen wurde Geld versprochen. Wenn du das machst, kriegst du Geld. So 1 Million Rubel, also 10.000 Euro. So, das Geld sehen sie nicht, die gehen im Bau dafür. Weil das Problem ist, eine Wahl zu stören, ist in Russland mal erstmal 5 Jahre, bis zu 5 Jahre Knast. Und jetzt sagen alle, oh, das ist aber böse, das ist aber böse. Wir haben einen Artikel hier auch noch dabei, wie der Spiegel über die Störung bei der Wahl berichtet. Da kannst du ganz kurz mal runtergehen und den Paragraph 107 des deutschen Strafgesetzbuches angucken. Den habe ich da zitiert. Das ist der Artikel, wo das Feuer brennt, oder? Ja, genau. Ja, das ist welcher Artikel? Genau, Paragraph 107 des deutschen Strafgesetzbuches, der da. So, lies mal vor. Also, Paragraph 107 StGB, wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt eine Wahl oder die Feststellung ihres Ergebnisses verhindert oder stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe in besonders schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Das ist die So, das deutsche heißt Regelung, also, ja. deutsches Gesetz. So, das heißt also, wenn die deutschen Medien sich jetzt aufregen, oh, dann werden die jetzt eingesperrt in Russland, weil sie Wahlzettel, ja, werden in Deutschland auch. Wahlbehinderung ist auch in Deutschland strafbar und übrigens auch bis zu 5 Jahre wie in Russland. So viel zum Thema Unterdrückungsstaat. Also es ist, die Medien machen, was sie wollen. Und wie gesagt, es berichtet ja niemand darüber, was ich gerade gezeigt habe, wie die Umfragen sind, wie die Stimmung in Russland ist. Was ich dir immer gesagt habe, und jetzt Levada Center, ich habe es eben gezeigt, ist ein pro-westliches Institut. Und die zeigen, die Stimmung in Russland ist gut. 75% gehen optimistisch in die Zukunft. Oh, und jetzt? So. Also von daher, das ganze Gerede Opposition, Unzufriedenheit, Unterdrückung, das ist Quatsch. Das ist schlicht Quatsch. Und ich habe also auch so viele Leute, auch im Freundeskreis und auch jetzt bei den Wahlen, als ich da mit den Wählern gesprochen habe, da waren viele bei, die auch sagten, ich bin heute extra, weil ich von irgendwo hierher gefahren, weiten Weg gemacht, weil ich dem Präsidenten meine Unterstützung zeigen wollte, weil ich dem Westen zeigen wollte, dass wir mit ihm, dass wir das, was der Westen macht, nicht mögen. Also die hohe Wahlbeteiligung ist auch ein Ergebnis dessen, was der Westen macht. Jetzt gab es ja natürlich noch den Vorwurf, dass es gar keine Wahl ist, weil gar keine Oppositionellen zugelassen sind. Also es ist Ist mehr doch oder Quatsch. weniger, man kann nur Putin wählen, also ist es auch keine freie demokratische Wahl. Ich sehe jetzt hier aber auf diesen Wahlzetteln doch 4 Kandidaten. Putin der Zweite von Komisch. links. Was waren das dann nur Putin-Getreue und gar keine Oppositionellen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Und das waren Oppositionelle von anderen Parteien, die auch in der Duma sind. Also genau wie in Deutschland. Das ist wie in Deutschland auch. Kannst du Kandidat von der CDU, von der SPD und von den Grünen. Und wenn du dann fragst, was die wollen alle NATO, da kannst du auch nicht groß wählen. Und in Russland wollen sie alle, vor allem, dass Russland ein souveräner, unabhängiger Staat bleibt. Sie haben dann sehr verschiedene Meinungen bei den Dingen in der Endpolitik, ne? Also was ich, die Kommunisten wollen ja nun viel mehr Regulierung der Wirtschaft und viel mehr Sozialprogramme noch haben. Und die eine andere Partei, diese neuen Leute hieß die Partei, die ist sehr scharf auf Unternehmertum, will dafür für die Unternehmertum. Also das heißt, ne, da haben sie sich für unterschieden. Geiler So, Titel. ne, Die neuen und Leute. Unternehmen, Die neuen ja, Leute. die nennen sich so, ja. Partei ist nur die Ist neuen Leute. ja geil. Ja, nach dem Motto frisches Blut für Russland, weißt Ich du, verstehe, aber der Name ist irgendwie. ja, gut, Auf Deutsch ich klingt habe mir die komisch. ausgedacht. Die heißen so. Also von daher, das waren schon Leute, die auch im Parlament auch schon bei einigen Themen eine andere Meinung haben. Nur was der Westen ja dann sagt, habe ich im Spiegel gelesen, die Formulierung, in Russland wäre von der nicht systemischen Opposition ja gar keiner zugelassen. Muss ich fragen, Moment, wenn ein Oppositioneller gegen das System ist, wäre der in Deutschland zugelassen? Oder würden sie sagen, hallo, du bist grundgesetzfeindlich? Ja, also das sind auch wieder so Formulierungen. Also würde man in Deutschland eine Partei zulassen, die sich offen gegen das System stellt? Sie sind gerade dabei, das zu versuchen. Wer? Ja, die AfD. Versuchen Sie doch Ja, die ist gerade ja zu nicht offen gegen verbieten. das System. Die ist ja nicht gegen das Grundgesetz, nicht gegen die Nein, Demokratie, nicht gegen aber das so wird es Wirtschaftssystem. Sie geframed. ist So wird es halt dargestellt, dass die AfD
Demokratie delegitimierend ist und staatsdelegitimierend ist und sowas. Ja, das ist ja der Versuch, der jetzt gerade hier unternommen wird, weil sie merken, hoppla, die Wahlergebnisse im Herbst, das lässt schon einiges ahnen. Scheiße, das ist ein bisschen so wie in Amerika, dass man jetzt versucht, Trump zu verhindern, auf Biegen und Brechen, so ist es auch hier. Aber wir schweifen ab, können wir nachher noch Ja, drüber sprechen. aber wie gesagt, ich komme nur wieder noch zurück. Ne? Warum habt ihr denn das Problem oder nicht Problem mit der AfD in Deutschland? Weil die Regierung eine Politik macht, die immer mehr Leuten auf den Sack geht. Nicht nur auf den Sack, die das Land aktiv in den Ruin treibt. Ja. Ja, und dann haben wir hier eine Regierung, die ein Wirtschaftswachstum hat, das Rekordwert, ich glaube 4% hatten sie jetzt. Trotz der 4% Wirtschaftswachstum. Sanktionen, trotz der Sanktionen. Trotz, oder sogar wegen der Sanktionen, weil sie jetzt plötzlich ganz viel selber machen müssen. Auf jeden Fall 4%, keine nennenswerte Staatsverschuldung. Die Reallöhne sind um fast 8% gestiegen letztes Jahr. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Und so weiter. Also Reallöhne, ne? Inflationsbereinigt. So, Also, es gab bei uns eine negative Steigung, aber. ja gut, okay. So, aber ne, dann wundert dich nicht, dass die Russen hinter dieser Regierung stehen, aber das dürfen die deutschen Medien nicht erzählen. Wenn die deutschen Medien erzählen, wie gut es in Russland rumgeht, dann könnten die Leute fragen, warum geht es denn bei uns so dreckig? Also müssen sie diese ganzen Märchen erzählen von irgendwelchen Schlangen, die da im Wahllokal um 12 Uhr am Sonntag aufgetaucht sind oder was auch immer sonst noch. Das ist richtig Bullshit. Also es ist wirklich, das hat mit der Wahrheit überhaupt nichts mehr zu tun, was die erzählen. Jetzt gibt Das es noch ist einen unglaublich Punkt, verrückt. den wir noch nicht besprochen haben, nämlich inwieweit der Westen versucht hat, von außen eben die Wahlen zu beeinflussen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es Leute gab, die eben aufgerufen worden sind, die Wahlen zu sabotieren oder dass auch die Ukraine angegriffen hat mit diesem Anschlag auf die Wahlleiterin. Aber was gab es denn für Methoden seitens der Werteallianz, um es mal jetzt so auszudrücken? Was ist da im Vorfeld passiert? Medial und auch Die faktisch. haben genau das vorbereitet. Es gab ohne Ende pro-West hier Kanäle in sozialen Medien, die genau zu diesen Sachen aufgerufen haben. Da wurden, wenn du runterscrollst, da ist so ein Bild, sechs Bilder sind da drin. Das waren zum Beispiel Flyer im Internet, wie man bitteschön eine Wahl stört, wie man einen Wahlzettel ungültig macht und so weiter. Anleitung dafür, wie störe ich eine Wahl? Und da wurden auch die Sachen mit der Farbe in die Urne kippen. Das haben die aus dem Internet. Ja, und das waren jetzt keine, also das waren Westen, waren Kanäle aus dem Westen gestanden, aus dem Westen finanziert, von konkreten westlichen NGOs. Also ich kann den Artikel sehr empfehlen, der ist sehr ausführlich. Und das ist aber eben genau das, was sie getan haben. Sie haben mit allen Mitteln versucht, die Wahl zu diskreditieren, und zu stören. Und übrigens, die gleichen Leute, die das hier mit Millionen gemacht haben, über viele NGOs und unglaublich viele Telegram-Kanäle und was da alles war, die gleichen Leute regen sich aber auf, wenn Russland angeblich sich in ihre Wahlen einmischt. So, und genau das, was sie hier versprochen haben, ne? Der Artikel, wie gesagt, den habe ich ja vor der Wahl rausgehauen. Datum, was war das Datum? 16. März. Ach so, der ist Samstag gekommen. Ich hätte ihn vorher geschrieben, aber am 16. März eingestellt, weil ich da ja schon unterwegs war. Den hatte ich vorher geschrieben. Aber das ist ja genau das, was auch passiert ist. Ja, also das Witz ist auch hier, ne? Sabotageakte, Offline-Angriffe, also die haben, wie gesagt, da gab es ja auch Leute, die Molotow-Cocktails in den Wahllokalen geschmissen haben und so weiter. Das wird dann im Strafmaß wahrscheinlich ein bisschen stärker ausfallen, wie einfach nur Farbe reinkippen, oder? Wenn du Molotow-Cocktails reinschmeißt. Das ist ja Ja, dann zumal da schon. gibt es Videos von, also der geht in die Wahlkabine und mit dem Zettel tut so, als, also man fragt sich auch, wie doof die sind. Nun, da weiß jeder, dass in diesen Wahllokalen Webcams hängen. Wegen der Wahltransparenz. So, dann gehst du zum Tisch, zeigst deinen Pass vor, deinen Ausweis, kriegst deinen Wahlschein, also die wissen auch noch, wie du heißt. Dann gehst du in die Wahlkabine rein, zündest da drin Molotow-Cocktail an und wirfst ihn so raus, wobei der natürlich auch irgendjemand auf den Kopf fallen kann. Ne? Also das ist ja dann, wir haben da mal eben im Zweifelsfall noch eine schwere Körperverletzung hinten dran. Brandstiftung, Sachbeschädigung und so weiter. Das wird wahrscheinlich nicht mit 5 Jahren abgehen. Aber auch da fragt man sich ja, wie blöd muss einer sein, ne, sowas vor Kamera zu machen und nachdem er seinen Ausweis vorgelegt hat. Also es ist schon, aber wie gesagt, sind Sachen, die vorher als Anleitung im Internet waren. Stell dir mal vor, die russische NGOs würden in Deutschland
hunderte Telegram-Kanäle und so weiter haben, wo sie euch sagen, wie ihr die Wahl bitte schön sabotieren könnt. Was werden da für ein Geschrei in Deutschland? Na, die Argumentation hier im Westen ist ja, dass die Verzweiflung der Menschen so groß sein muss, dass sie eben zu solchen drastischen Maßnahmen greifen. Ja. Ja Also, gut, da ich bin ich wieder meine, bei der Umfrage. du hast ja gezeigt, die verzweifelten Menschen im Supermarkt, die um die letzten Brotkrumen gekämpft haben, von deinen Reiseberichten, wie sie da quasi alle vor den leeren Regalen stehen und sich schlagen wegen dem letzten Schnitzel. Das genaue Gegenteil ist der Fall, was ja auch Tucker Carlson aus seinem Besuch aus Moskau mitgenommen hat. Vor allem der Sohn von Tucker Carlson ist wahrscheinlich mit einem kleinen, ja, so mit einem kleinen Schock, mit so einem Sozialschock aus Russland zurückgekehrt. Aber egal, weil wir dem Thema sind, Wahlbeeinflussung von außen. 2 Tage oder 3 Tage vor den Wahlen wurde gemeldet, dass von Seiten der Ukraine eine große Kampagne gestartet worden ist mit Angriffen weit ins russische Hinterland hinein, Ölleitungen, Raffinerien, Tanklager, Munitionsdepots. Es gab also alleine 10 bestätigte Anschläge weit im Hinterland auch. Das gab dann auch die Gefechte in den grenznahen Städten bei Belgorod, wo gewisse, ja, man kann eigentlich sagen, Kamikaze-Unternehmen irgendwelche Harakiri-Sachen gemacht haben, um mal jetzt in dem Terminus zu bleiben, ja. Also viele militärische Störaktionen, die eher nur so einen symbolischen Charakter zeigen, weil man ganz klar weiß, das hat strategisch überhaupt gar keinen Vorteil, wenn da 300 Menschen quasi aufgerieben werden innerhalb kürzester Zeit. Warum hat die ukrainische Führung das gemacht? Was ist da deine wahrscheinlichste These? Ja gut, auch warum hat der Westen so einen Riesenaufwand mit der russischen Wahl betrieben? Ne? Also man sieht ja auch, die Formulierungen sind überall gleich. Und da haben die ja anscheinend wirklich vorgegebene Formulierungen, dass sie von einer Scheinwahl sprechen müssen und so weiter. Es sind sogar überall die gleichen Worte. Es denkt sich ja nicht alle Redaktionen das Gleiche aus. Das ist ja, kommt ja von diesen NGOs, die auch solche Kampagnen wie die in Russland steuern. Aber egal. Also die russische Präsidentschaftswahl ist wichtig. Die Russen wissen, also seit ich auch in Moskau Kontakte habe, seitdem weiß ich, dass der Westen diese Wahl sabotieren wollte und die Russen haben sich genauso seit 2 Jahren darauf vorbereitet, dagegen dem entgegenzuwirken. Also die russische Präsidentschaftswahl ist die wichtigste Wahl im Land, weil das russische System ist ein Präsidialsystem, also auch wie Frankreich oder wie Amerika. Der Präsident gibt die Richtung der Politik vor und die Regierung soll sie umsetzen. Ja, das heißt, es ist die wichtigste Wahl. Und da wollte man einerseits versuchen, die Wahl zu diskreditieren, andererseits versuchen, Unzufriedenheit zu stiften, damit die Leute vielleicht nicht für Putin stimmen. Und für die Ukraine war das natürlich auch nur Symbolpolitik. Also es ist natürlich Symbolpolitik. Also warum sprengen die irgendeine arme Frau mit 2 Kindern in die Luft, bloß weil sie Wahlhelferin ist? Mit Denk einer auch an Autobombe. den Fall Nawalny wenige Wochen vor der Wahl. Das war ja auch strategisch so gelegt. Es ist immer kurz vor der Wahl etwas gewesen, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man da im Ausland eben einen Riesenskandal inszeniert oder hochpusht, in der Hoffnung, dass innerhalb der russischen Bevölkerung es zu einem Umsturz kommt, dass die Russen endlich so wählen möchten, wie es denn besser wäre für den Westen. Ja, das Also. ist genau der Punkt. Ne? Also 2021 war die Duma-Wahl zum Parlament. Und das war, glaube ich, das Jahr, als die Nawalny vergiftet haben, oder? Mit Berlin, mit dieser Geschichte mit der Charité. Ja, ah, nee, 2020 war das. 2020 war das. Egal. Ja, also auch das war 2 Wochen vor der Wahl. Das war 2 Wochen vor dem großen Wahltag im September. Die Skripals wurden im März 18 angeblich vergiftet. Bis heute nicht mehr gesehen, gell? 2 oder 3 Wochen vor der Präsidentschaftswahl. Ja, also das ist ganz lustig. Also der Westen erzählt den Menschen, die Russen sind so blöd, dass sie immer genauso 2, 3 Wochen, 4 Wochen maximal vor der Wahl irgendein Theater machen, damit sie schlechte Presse kriegen. Damit warten die Russen nicht bis nach der Wahl. Das machen die immer vorher, weil die Russen sind so doof, dass sie für ihre Wahl auch ganz sicher schlechte Stimmung wollen. Es ist so offensichtlich. Ja, also es ist darum, also die Russen, das ist ja, das, also inzwischen, mit wem du sprichst, die Russen lachen nur noch über das. Das, was die westlichen Medien machen, ist fürs westliche Publikum. Es kommt in Russland nicht mehr an. Es ist zu offensichtlich. Was sie machen, ist zu offensichtlich. Es schlägt hier nicht mehr durch. Also Was auch bei denen, aber die auch. früher wirklich, ich kenne ja auch so Leute, früher, ne, die Putin scheiße fanden, das hat sich gedreht. Der Westen hat das ganze Land in die Arme von Putin getrieben mit seiner Politik. Also hat der Westen letztendlich mit all diesen Versuchen Wahlhilfe gemacht für Putin? Am Ende des Tages ja.
Wie viele Leute habe ich gehört, die sagten, ich gehe auch ins, ich gehe unter anderem deshalb ins Wahllokal, um ein Zeichen zu setzen, um dem Westen zu zeigen, wir machen euer Spiel nicht mit. Es gibt ja auch viele Videos von den Botschaften und Wahlmöglichkeiten im Ausland, also wo eben russische Staatsbürger überall auf der Welt wählen konnten. Und da gab es ja auch wirklich, ich habe irgendwo, glaube ich, in Deutschland waren es nur zwei, in Bonn und in Berlin, die Konsulate, Botschaften, was auch immer ein Gebäude da vorgesehen war. Und Leute also wirklich hunderte von Kilometern gefahren sind. Einer ist mit einem Handyvideo vorbeigelaufen, also mit dem Handy hat ein Video gemacht, ist vorbeigelaufen. Und es war wirklich eine Schlange von, ich schätze mal, 400, 500 Meter, wo die Leute angestanden haben an diesem Wahllokal, um da eben ihre Stimme abgeben zu können. Also sogar im Ausland, wo man vermeintlich denkt, das sind alles Oppositionelle, die im Ausland wohnen, war die Unterstützung oder die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch. Ja, Gibt es da, jetzt fällt mir gerade eine Frage ein, gibt es da eine Statistik schon, wie sehr die Russen im Ausland gewählt haben? Ist da der Anteil signifikant geringer oder ist der ähnlich mit ein paar kleinen Prozentpunkten Schwankung nur? das kannst du ja so nicht sagen, weil die Auslands, also du hast hier in Russland wie in Deutschland auch Meldelisten. Das heißt, du weißt sehr genau, wie viele Leute wohnen in einem Wahlkreis und wie viele gehen dann zur Wahl. Da kannst du sehr kleine Wahlbeteiligung machen, das kannst du ja im Ausland nicht. Ja, du kannst ja nicht, die Russen wissen ja nicht, wie viele Russen leben in Deutschland. Sind ja in Deutschland gemeldet, nicht in Russland. Also es ist, ne, da gibt es eine Wahlbeteiligung, ist da eigentlich nicht realistisch wirklich messbar. Da kann man irgendwas schätzen, aber genaue Zahlen gibt es nicht. Was ist denn dein Eindruck? Sind in der, ich will jetzt gar nicht sagen Diaspora, weil das ist es ja nicht. Es sind im Ausland, die Russen, die im Ausland leben, sind da tendenziell mehr Putin-Kritiker oder ist es ähnlich wie in Russland, dass da auch die Unterstützung sehr groß ist? Also das kann ich dir nicht sagen. Frag du die Russen, die du in Deutschland und nicht rum hast. Ich weiß es nicht. Ich wohne ja nicht in Deutschland. Also, soweit ich das jetzt, aber das ist völlig subjektiv. Sicherlich, wahrscheinlich ist die Putin-Unterstützung nicht so groß wie in Russland. Aber ich weiß von vielen Russen, mit denen ich spreche, die im Ausland sind oder mal herkommen oder so. Ich weiß, da sind also auch sehr viele pro Putin. Ich weiß ja auch, dass viele Russen, es gibt ja inzwischen sogar staatliche Programme hier in Russland, für Auslandsrussen, wo gesagt wird, okay, wer möchte, ne, kann zurückkommen, der Staat hilft mit allem drum und dran. Und es machen ja viele wahr. Es wollen ja viele auch zurück. Ja, ganz interessant. Es wollen tatsächlich viele, viele Russen inzwischen zurück, weil sie sehen, sie sind aus Russland weggelaufen zu einer Zeit, Als es beschissen war. 90er Jahre, als es hier echt beschissen war. Ja, es ist völlig unbenommen. Aber inzwischen ist es blöderweise so, dass der Lebensstandard in Russland also mindestens so hoch ist wie in Deutschland. So, der ist nicht schlechter, der ist in vielen Punkten inzwischen besser. Russland ist moderner beim Internet, Russlands Verwaltung ist viel moderner, sie ist digitalisiert. Du kannst in Russland fast alle Behördengänge von zu Hause machen. Es gibt ein spezielles Portal, nennt sich staatliche Dienste, Gosuslugi, da meldest du dich an und da hast du dann über ich glaube, Blockchain sogar verschlüsselt, kannst du direkt deine Behördenpapiere machen. Ich habe mir erzählt, wie meine Freundin losgelaufen ist. Zur Polizei, also zur Passbehörde und einen Ausweis, einen neuen Reisepass oder was haben wollte. Und die haben gesagt, was willst du hier? Das kannst du online machen. Das wusste sie selber gar Und nicht. dann ist sie, dann ist sie, dann ist sie raus, ins nächste Café und hat aus dem Café online bestellt. Und eine Woche später hatte sie ihren Pass, kriegt sie Bescheid, können sie abholen. Ja? Hier kann man So. innerhalb Ja, von genau. 3 Monaten einen Termin kriegen für die Passbeantragung und wartet dann noch mal 4 Monate ungefähr. Also bei mir jetzt So. nicht in der Kleinstadt, aber in Berlin, da wenn du einen neuen Führerschein brauchst und der läuft nächstes Jahr ab, dann solltest du gestern den neuen beantragen. Also. Ja, das ist in Russland eben alles anders. Die Russen haben das hingekriegt. Ich habe dir das nochmal erzählt, wo ich da wegen meiner, ich musste zur Behörde Steuer und Pensionskasse. Zwei Behörden, gut zu Fuß, 10 Minuten auseinander. Ich hatte beide Behördengänge in einer Stunde zusammen durch, inklusive hin und herlaufen. Bin da rein, habe gesagt, guten Tag, der bin ich. Ich brauche das und das von der Steuer. Ich brauche, da kriegst du so einen elektronischen Schlüssel, dass du alles online machen kannst. Mich hin, habe gesagt, den hätte ich gern. Haben sie gesagt, okay, Moment. Und nach ja, 10 Minuten war ich mit dem Ding draußen. Und dann bin ich zur Pensionskasse gelaufen und gesagt, ich habe meinen Pensionsausweis verloren, ich brauche einen neuen. Da habe ich 10 Minuten in der Schlange gestanden, da habe ich den auch gekriegt, also gleich mitgenommen. Da war ich damit durch. Das Deutschland sind ist da auch Behörden. schon fast so weit. Ich habe neulich ein Bild gesehen, wo das war ein Rezeptausdruck und da stand drauf Ausdruck für das E-Rezept.
Also der Ausdruck für das eigentlich elektronische Rezept. Das elektronische Rezept wurde eingeführt, um keinen Ausdruck haben zu müssen, aber es gab einen Ausdruck. Ich habe sogar, irgendjemand hat geschrieben, als er im Urlaub in Albanien war, hat er mitgekriegt, dass in Albanien also auch schon du so einen Passdrucker haben kannst oder irgendwie die wichtigsten Dokumente du innerhalb kürzester Zeit haben kannst. Da könnte man natürlich sagen, naja, das ist natürlich alles nicht so ganz sicher und wer weiß, wer da welche Dokumente wann wo wie ausdruckt. Aber in Sachen Digitalisierung, ich glaube, da ist immer noch hier das Denken des Neulands, Internet-Neuland und so, wie eine wichtige Politikerin der letzten Jahre mal gesagt hat, und da war es, glaube ich, schon 2018, dass das Internet Neuland ist. So. Ja, wie gesagt, Deutschland ist da wirklich Steinzeit. Also es ist, und das sehen natürlich, wenn man ja bei den Auslandsrussen, das sehen die. Also wenn jetzt, was ich als Auslandsrusse in Deutschland früher weggelaufen, weil es hier wirklich scheiße war. Und jetzt sieht er, in Deutschland ist Wohnungsnot, die Reallöhne gehen zurück und so weiter, die Wohnnebenkosten, Energiekosten explodieren. Und er fährt nach Russland zu seinen Verwandten, die hier geblieben sind, guckt sich hier um und sagt, ja, blöd. Und viele wollen zurück. Nicht alle natürlich, logisch, und wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit, keine Ahnung. Aber es gibt viele, die zurückkommen. Weil es hier objektiv einfach, sorry, inzwischen funktioniert. Ich will jetzt nicht den Teufelsanwalt spielen und ständig auf den bösen Russen rumhacken oder so, aber es muss ja doch ein paar Gründe geben, warum in Russland doch einige Leute sagen, da gehe ich nicht hin. Ich habe ja von einem Fall gehört, auch im Umfeld von Russen, die dann nicht eingezogen werden wollten, die also auch wegen dem Krieg aus dem Land abgehauen sind. Und auch diese ganz seltsame Serie von wichtigen und reichen Leuten in Russland, die da in den letzten 1,5, 2 Jahren, es waren, glaube ich, über 12 mittlerweile, die ganz komisch verstorben sind, aus dem 12. Stock gesprungen und so weiter. Wie kannst du dir das erklären, dass auf der einen Seite ein Großteil der russischen Bevölkerung wirklich auch sieht, dass die Regierung in die richtige Richtung läuft, dass die also für das Land arbeiten, dass die also auch versuchen, international neue Allianzen zu schmieden und das Land und auch die Bevölkerung voranzubringen und trotzdem, dass es da so eine, ja, ich will nicht sagen Kluft gibt, aber trotzdem innerlich etwas da sein muss in der russischen Bevölkerung, das viele Leute noch extrem verunsichert. Ist es Ja, ein also es altes Echo aus der Sowjetzeit, dass viele Leute denken, da ist noch irgendwie ein alter KGB-Stasi-Staat da oben dran, oder ist es einfach, weil immer Leute etwas dagegen haben? Na, das ist ja das, also gerade die weggelaufen sind, weil sie Angst haben, eingezogen zu werden, über die wird hier am meisten gelacht. Jetzt sag ich sag gleich warum. Das sind natürlich Leute, die damals noch, ne, für Nawalny gehüpft sind. Ja, also auch wieder in der westlichen Propaganda drin. Und dann Nawalny-Fans und so. Und ich habe ja mit solchen Leuten zusammengesessen, ich kannte ja auch solche Leute. Dann habe ich mal gesagt, was ist das, was ist denn dein Problem? Ja, meine Menschenrechte hier, ich bin hier so unterdrückt. Dann sage ich, okay, was denn genau? Bitte mal konkret, was darfst du hier nicht tun, was du gern tun möchtest? Und dann waren sie schon am Stottern. Also die wiederholen die Parolen, die sie in westlichen Medien hören. Wenn du dann fragst und sagst, okay, mach mal konkret. Du sagst, du hast keine Meinungsfreiheit. Was genau darfst du nicht sagen? Was genau kannst du mir jetzt hier nicht sagen? Was genau kannst du da vorne auf der Straße nicht sagen? Was? Ja, aber die Meinung, ich halt konkret. Und dann kommt nichts. Ja, also das ist mal der erste Punkt. Also da ist viel Gehirnwäsche bei. Und dann haben die Russen eine Fähigkeit, die selbst an die Deutsche erinnert. Ne? Man meckert gern über das eigene Land. Also das können die Russen auch gut. Und in der Kombination hast du natürlich solche Leute. So, dann hast du eben der Witz, dass die weggelaufen sind. Alle so mit dem Kommentar, ich kenne auch welche, die weg sind. Ah, ich verlasse das sinkende Schiff, solange es nicht zu spät ist. 6 Monate später kriegt er dann plötzlich eine SMS, ich bin hier in Dubai, kannst du mir mal Geld leihen? Ich sage, wieso, du bist doch da, ich bin auf sinkendem Schiff, du musst mir doch was schicken. Ja, also, und die Leute, die weggelaufen sind, weil sie Angst haben, eingezogen zu werden, die kannst du ja mal fragen, ob sie gedient haben in der russischen Armee. Und wenn sie sagen, ja, kannst du es fragen, als was? Und die russische Armee hat ja nicht einfach wild eingezogen wie in der Ukraine. Die hat ganz konkret gesagt, wir brauchen Leute, die Erfahrung in dem und dem und dem haben. Das waren, was ich, Kraftfahrer für die, ne, für die Versorgung. Das waren Artilleristen. Also konkret ausgebildete Soldaten auf einem bestimmten Gebiet und vor allem auch die mit Kampferfahrung, die also irgendwas mal schon mal gemacht haben. Die wollte man haben. Und dann rennen irgendwelche 20-Jährigen weg, die nie gedient haben, weil sie glauben, sie werden eingezogen. Werden sie nicht.
Stimmt die Zahl, dass sich jeden Monat 30.000 Freiwillige melden? Ich kann es nicht nachzählen, aber ich habe auch nicht gehört, dass sie jemand bestreitet. Also die haben die Russen, ich habe jetzt auch von da unten nicht gehört, dass die Russen Probleme mit Leuten hätten. Und ich kenne ja auch Leute, also ich kenne ja ganze Freiwilligenbataillone. Ich war ja, als ich an der Front war, im letzten Jahr war ich ja immer bei Freiwilligen. Also es waren Einheiten komplett aus Freiwilligen. Und die haben es mir auch erzählt. Ne? Also selbst die dann, wenn sie ihr halbes Jahr abgedient haben, die sind immer ein halbes Jahr da. Da waren ganz viele, die sagten, die sind dann nach 3 Wochen nach Hause, Frau umarmen, Schaschlik grillen und wieder zurück. Also das war nicht so, dass die dann gesagt haben, reicht, ich komme nicht, die gehen dann zurück. Also das ist schon, wie gesagt, da ist eine andere Motivation hier dahinter. Die Russen sehen, worum es geht. Die Russen sehen, der Westen will Russland und den Russen ans Leder. Zu viele westliche Politiker sagen ja offen, wir wollen, dass die Russen leiden, weil nur dann kriegen wir Putin weg. Dann sagen die, wenn ihr wollt, dass wir leiden, wie sollen wir euch glauben, dass ihr unsere Freunde seid? Ihr wollt uns was Schlechtes. Und das haben die Russen mit seiner ganzen Sanktionspolitik, hat der Westen nur eins geschafft. Fast alle Russen, die früher so gnadenlos pro-westlich waren, sind umgekippt. Und gesagt, Moment mal, was? Ich dachte, der Westen ist gut. Ist er nicht? Der wünscht mir konkret was Schlechtes. So, dann hast du eben die ins Ausland gelaufen sind, von denen auch viele schon längst zurückgekommen sind. Aber wie gesagt, das mit dem, auch mit dem Einziehen zur Armee, das ist völliger Blödsinn. Die Russen haben einmal eine Mobilisierungswelle gemacht. Das war im Herbst 22 und danach nie wieder. Und sie schickt auch nur Berufssoldaten hin. Also Wehrpflichtige kommen da gar nicht hin. Lass uns mal jetzt in die Zukunft schauen. Putin ist jetzt dran. Für wie viele Jahre ist es jetzt? Sechs. Ist es Sechs. geändert worden, oder? Ja, ich glaube schon letztes Mal. Die letzte Wahl war 2018. Okay, und was war dann vor 4 Jahren für eine Wahl? War das dann Parlamentswahlen, oder? Ja, 2021 war Parlamentswahl. Okay, also jetzt Putin, wir haben jetzt 2024 bis 2030 ist jetzt Putin der Präsident der Russischen Föderation. Was heißt das? Ist da erstmal jetzt Stabilität? Sind die Russen erleichtert? Ich erinnere mich an einen leicht euphorischen Röper, Thomas, am Sonntagabend, als ich dich versucht habe zu erreichen. Ihr habt da schon ein bisschen, ist wohl aufgenommen worden in der Bevölkerung, oder? Ja, das wurde gefeiert. Also, wir waren ja nur als Wahlbeobachter, aber also die Stimmung in dem Wahllokal war schon geil. Ja, das steckt ja auch an. Wenn die Leute kommen da rein und sagen, na so, du gehst da raus und sagst, was ist das für eine Stimmung? Das kennst du aus anderen Wahlen nicht. Und dann haben wir natürlich, und na gut, also wir haben auch deshalb gefeiert, wir waren 3 Tage unterwegs, haben in den 3 Tagen nicht viel geschlafen. Und als Sonntagabend vorbei war, haben wir uns dann einfach im Hotel in die Bar gesetzt und dann eine Shisha auf dem Tisch und ein Bier dazu und gesagt, so, Okay. das war jetzt auch, reicht auch. Das waren Drehschlussbier. anstrengende Tage. Ich sag nur Drehschlussbier. Also wenn man dann nach langem Ja. Dreh unterwegs war und dann so Drehschluss und tschüss und ja, okay. Ja, genau Also so war es. Und dann, wie gesagt, wir saßen da auch nicht lange, weil wir mussten dann morgens um 8 Stunden in den Bus, dafür noch wegkommen wieder. Also, aber da genau, da haben wir dann gesessen und dann, weil, ja, waren 3 anstrengende Tage, aber war eine gute Truppe. Wir hatten auch untereinander Spaß. Und die Stimmung Ja, jetzt gut. in den russischen Medien. Wie ist das gefeiert worden? Kaisergleich oder nüchterne Berichterstattung? Der Präsident ist zum so und so vielten Mal. Gab es große Glückwünsche? Gab es große Huldigungen? Wie wird es da zelebriert? Weißt du, wenn jetzt hier der Kanzler eine neue Amtszeit kriegt, dann gibt es da einen Beifall im Bundestag und einen Blumenstrauß und huldvolle Reden. Das war's dann auch. Aber wird es da in Russland mit einer Parade gefeiert? Gibt es da irgendwelche Sondersendungen und Ja, Sondersendung, Jubelarien? klar, ist in Deutschland auch. Wahlsendung den ganzen Tag. Wie in Weißt du, Deutschland wie ist bei Wahlsendung den Stalin, ganzen Tag. der hatte eine Glocke, erst wenn er die Glocke gedrückt hat, durften die Leute zum Klatschen aufhören. Da gab es mal 17 Minuten Beifall und dann hat er die Glocke gedrückt und dann noch erst mal 4, 5 Minuten, bis sie aufgehört haben, weil keiner der Gut, wenn Erste du. sein wollte. Ich will nicht Stalin mit jetzt vergleichen, ich wollte nur so Nein, diese. also. Nochmal, es ist auch wirklich was anderes. Nein, aber gut, das gab hier eine Wahlsendung wie bei euch auch. Alle Sender haben Wahlsendung gemacht. Das bei euch beim Bundestag war nicht anders. Die waren sachlich, haben die Ergebnisse berichtet. Dann hat die Anhänger von Putin haben dann eine große Party gemacht auf dem Roten Platz, wohl ein großes Konzert. Aber ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war dann auch, ich habe Sonntag kein Fernsehen geguckt. Wir waren auf, haben geschlafen, wir sind am Montag den ganzen Tag wieder zurückgereist, die ganze Tour zurück. Da habe ich jetzt gar nicht so viel mitgekriegt.
Aber das ist jetzt von dem, was sie machen. Es ist sachliche Normal, okay, Wahlberichterstattung. ja. Werden die Zahlen genannt, dann wird im Detail, wie hat diese Gegend abgestimmt und die Gegend und wie über die, ne, Wahlbeteiligung hier und so weiter und so fort. Also, das sind eigentlich relativ sachliche Wahlsendungen, ähnlich wie bei euch. Stichwort Reaktionen aus dem Ausland. Hat Biden sofort angerufen und gratuliert, Steinmeier auch persönlich hingeflogen. Du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt welche, die sagen nichts, die anderen sagen viel. Von wo kamen Glückwunschtelegramme an und von wo nicht? Aus dem Westen nicht, aus dem Rest der Welt von überall. So wie absehbar, so wie vermutet, ne? Ja, wir machen die Sendung ja schon ein paar Tage. Ja. Also Also. Indien und China und die melden sich fast Und persönlich, die oder? Afrikaner ohne Ende und so weiter Ja, und so fort. Ja, also. Krass, jetzt überleg mal, das ist und bleibt das größte Land der Welt, ob uns das gefällt oder nicht. Und auch die Politik wird maßgeblich in der nahen Zukunft von einem Land mitgeprägt werden, weltweit, das das größte Land der Welt ist, ja. Und unsere Politiker sind echt so drauf, dass die das einfach ignorieren, das Wahlergebnis ignorieren, auch sämtliche Konsequenzen ignorieren. You can ignore reality, but you cannot ignore the consequences of ignoring reality. Du kennst das, ja, den Spruch, Ja, ja. aber das Problem ist ja, also wie gesagt, ich bin auch wirklich sicher, dass auch diese ganzen Politiker so in ihrer Blase sind, dass sie gar nicht wissen, was los ist. Ja, Also, bestes ich habe Beispiel das ist Gefühl, Habeck. Also bei Habeck wird ja, es am alle, offensichtlichsten. Ja, aber bei dem ausnahmslos. ist es wirklich exemplarisch. Vor kurzem gab es doch diese Pressekonferenz, wo er mit diesem Chart, mit dieser Karte gezeigt hat, der Rückgang der Treibhausemissionen und hat dann gesagt, das ist Politik, die quasi verantwortungsvoll eingesetzt wird. Er hat aber nicht erwähnt, dass der Bundesrechnungshof vorher gesagt hat, naja, wir haben weniger Treibhausgase, aber auch weil das ganze Land den Bach runtergeht und wir weniger produzieren. Das ist der Teil, den er ausgeblendet hat, der in seiner Blase nicht vorkommt. Ja. Der Mann ist umzingelt von Realität und wenn jemand umzingelt ist, dann wird er auch bedroht. Also der ist ich will jetzt gar nicht zu lange über ihn herziehen, aber dieser Mann ist in einem religiösen Eifer gefangen. Und hält sich wirklich für jemand, der was Wichtiges tut. Der ist in seinem Tun fest verankert. Es gibt kein Zweifeln und kein Zögern. Der ist ganz klar mit seiner Aufgabe verwachsen. Und das macht es so gefährlich. Ja? Also. Ja, so sind wir doch alle. Also wir haben das noch mal, ich habe das nochmal erzählt. Der Spiegel hat mal veröffentlicht, was Bundeskanzler Scholz so für Bücher liest. Der gilt ja als so belesen, der hat so viel gelesen, der Ja, ist so, ne, so ein ich bla bla bla. Der hat nur die amerikanischen Propagandisten aus den amerikanischen Thinktanks gelesen, und kennt das andere nicht. Der weiß es nicht. Ja? Ich will jetzt nicht wieder die ganze Geschichte erzählen von dem Telefonat mit Macron, was da mal in Frankreich veröffentlicht wurde, was gezeichnet, dass Scholz überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was in Russland los ist. Als er sich gewundert hat, warum Putin nicht bettelt, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Ja, warum denn nicht? Warum soll er das tun? Hat Scholz gar nicht verstanden, weil er es nicht wusste. Habe ich das hier schon mal erzählt? Ich war an der Uni mal vor kurzem, hat eine Bekannte von mir ihre Doktorarbeit verteidigt. Da war ich eingeladen dazu und sollte auch was sagen als Experte. Es ging also um Geopolitik. Moment, Und verteidigen heißt im Kolloquium quasi Rede und Antwort stehen, genau. Ja, dass sie einen ja. Doktortitel kriegt. Genau, da war Ich es wollte es jetzt sechs nur Professoren oder klarstellen, weil was? es klingt irgendwie verteidigt. Man hat ihr das Buch weggerissen oder sowas. Ja, also, Ja, gut, so heißt es nochmal. Also ich jeder, der weiß, spielt, ich weiß, was weiß, ich meine. Das ja. heißt so. Also das heißt, die sechs Professoren haben sie ausgefragt über ihre Arbeit, kritisiert. Sie hat dann erklärt, warum und wissen was. Und sie hat eine tolle Arbeit geschrieben. Ich habe die auch gelesen über was diese Krim-Geschichte 2014 mit dem Verhältnis Deutschland-Russland gemacht hat. So, und sie hat da also ausführlichst deutsche Medien und deutsche Experten zitiert, um zu zeigen, ne, wie ist es in Deutschland da und so weiter berichtet worden und aufgenommen worden. Und so. Das gleiche Mädel hat vorher mal in Deutschland studiert und Was hat wollte da die auch so eine Arbeit schreiben, Sie hat nur eben umgekehrt. studiert in Deutschland, ja? Ja, irgendwie Gastsemester, keine Ahnung, weiß ich nicht wie viel, auf jeden Fall ist sie mal da. Und hat dann irgendwie, wollte auch so eine Arbeit machen. Gleiches Thema, Krim, aber eben in Deutschland zeigen, wie die Russen das gesehen haben. Es wurde von der Uni abgelehnt. Das ist russische Propaganda. Darfst du keine Doktorarbeit drüber schreiben. Und jetzt kommt der Punkt, und das ist ganz wichtig. Also nimmt die Zensur wieder, die Zensur ist im Westen. Nicht hier. Hier darfst du so eine Arbeit schreiben. Und jetzt kommt der Witz.
Das ist so verbreitet, dass die Leute, die in Russland, im Westen als Russland-Experten gelten, keine Ahnung von Russland haben. Weil sie in der Uni, wo sie studieren, nur das schreiben dürfen und lesen dürfen, was ins Bild passt und gar nicht mehr wissen, was in Russland los ist. Darum haben sie auch die ganzen Schätzungen im Westen waren für den Arsch. Ne? Wir machen jetzt Wirtschaftssanktionen, Russland geht an die Wand. Ja, das sind Leute, die sitzen da und glauben immer noch, Russland ist rückständig. Sie waren nicht hier, die kennen sich nicht aus, die wissen es nicht. Die wissen nicht, wie Russland inzwischen aufgestellt ist. Und das ist natürlich, ich meine, die Russen freuen sich drüber. Sollen die westlichen Experten doch blöd sein und ihre eigene Propaganda glauben, dann werden sie sich noch viel öfter verrechnen. Ist doch schön. Ich frage mich dann, was Journalisten erleben müssen oder mussten, dass sie nach vielen Jahren russischer Korrespondententätigkeit so ein durch und durch negatives Bild von Russland erfahren haben, obwohl sie doch ja auch mit den russischen Menschen in Kontakt kamen, in der U-Bahn, beim Supermarkt, beim Zahnarzt und so weiter und so fort. Die sind ja auch dann in dieser Gesellschaft verwurzelt gewesen, wenn sie da als Korrespondent irgendwo jahrelang sind. Warum sind dann manche Leute zurückgekommen aus Russland und sagen, ganz, ganz schlimm und repressiv und autokratisch und? Musst du mich nicht fragen, ich weiß es nicht, ich kenne die nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also, die müssen so derartig auch hier in ihrer eigenen Blase gesessen haben, in der Blase aus. Du musst ja wissen, eine deutsche Zeitung oder ein deutsches Medium schickt nach Moskau keinen Korrespondenten, der sich in Russland auskennt und eventuell noch die Gefahr besteht, dass er Sympathien hat. Da wird ja erwartet, das sind in der Regel Leute, die transatlantische Schule durchlaufen haben und wissen, was sie denken müssen. So, und dann sitzen die hier in ihrer eigenen Blase mit CNN, BBC, alles genauso ausgerichtet, antirussische Leute, und sitzen in ihrer Blase gemütlich. Und wenn sie sich mit jemandem treffen, dann ist das irgendein Nawalny-Typ, der Russland scheiße findet und dafür vom Westen bezahlt wird. Und dann sitzen die in ihrer Blase. Ist mein Versuch einer Erklärung. Ich weiß Ja, es nicht. ich versuche es gerade Also ich kann mich erinnern, nachzuvollziehen, ja. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt eine ganz andere Zeit gewesen, Ende der 90er, als Russland noch wirklich im Arsch war. Da war in Petersburg, war eine Kneipe, hieß damals Tschaika, ist egal. Und da saß immer das Team von Anti-Spiegel TV, von Spiegel TV. Die saßen da. Und haben darauf gewartet, dass ihnen jemand mal eine Horrormeldung bringt, dass die los können, was filmen. So, und das haben wir dann gemacht. Also auch die haben wirklich in ihrer Blase gesessen und gewartet, dass ihre Kontakte was geben. Guck mal, weiß ich was, da ist dies oder jenes passiert. Dann sind die hin, haben einen Film gemacht, oh, wie schlimm. Naja, jeder hat seine eigene Biografie, jeder hat seinen eigenen Erfahrungsschatz, irgendwas muss passiert sein. Aber egal, lass uns Ja, auf die. aber musst du die fragen, ich weiß es Ja, nicht. Ich kann für mich es sprechen. war einfach nur. Ja. Spiegel, du hast mir gerade schon ein Stichwort gegeben für den nächsten Artikel. Und zwar geht es darüber, dass der Spiegel mal wieder seine Sympathie gezeigt hat für Menschen mit anderen politischen Anschauungen. Es geht um die Angriffe, die wir vorhin gerade auch schon mal kurz erwähnt hatten, eben an die grenznahen Regionen von dem sogenannten Freiwilligenkorps oder wie hießen die? Freies Russland. Also da gab es irgendwie so eine Gruppe, die im Westen eben auch so gefeiert wurde. Das sind die wahren patriotischen Russen, die sich gegen das autokratische System Putin eben auflehnen. Also die guten Russen haben sozusagen Putin einmal den großen Stinkefinger gezeigt. Was ist denn da das Credo gewesen, das der Spiegel da auf die gesungen hat? Ja gut, genau wie du es gesagt hast, das sind, ne, Saboteure, Putin-Gegner, bla bla bla. Das sind alles ganz nette Menschen, die gegen bösen Russen kämpfen, gegen den bösen Putin, russische Nationalisten und so weiter und so fort. Das erfährt man immerhin. Was man nicht erfährt, da muss man einen älteren Spiegelartikel lesen, ne, von vor einem Jahr, als sie schon mal nach Belgorod gelaufen sind, die gleichen Typen. Da hat der Spiegel noch den Herrn Kapustin erwähnt, das ist der Chef von dieser einen Gruppe. Und Herr Kapustin ist aus Moskau in Deutschland groß geworden und aus Deutschland ausgewiesen, weil er so ein radikaler Nazi ist. Ist also EU aus Schengen ausgewiesen worden für seine wirklich radikalen Einstellungen. Ist richtig durch und durch Nazi. Und der hat dann Asyl in der Ukraine gekriegt und wird vom ukrainischen Geheimdienst gefördert und darf im ukrainischen Fernsehen seinen Scheiß erzählen. Das steht nicht im Spiegelartikel heute. Vor einem Jahr konnte man noch ein bisschen darüber erfahren. Wird heute ganz verschwiegen. Also, das ist wieder, der Spiegel schreibt Nazis schön. Das ist unglaublich. Das sind Typen, wie gesagt, nochmal aus Deutschland ausgewiesen wegen seinem radikalen nationalsozialistischen Gedanken.
Ist jetzt hier für den Spiegel ein Freiheitskämpfer, weil er gegen die Russen kämpft. Hatten wir doch auch schon ein paar Mal, dass in den Medien irgendwelche komischen verfassungsfeindlichen Symbole gezeigt worden sind im ZDF im Hintergrund, wenn so ein Panzer mit Runen vorbeigefahren ist, also mit Symbolen aus der Nazizeit und das offensichtlich gar niemand so richtig gestört hatte, weil es waren ja die Die guten Guten. Nazis, ja. Es ist wirklich verrückt. Also, die deutschen Medien schreiben inzwischen offen Nazis schön. Ist so. Was ist Das mit sind die denen allen Leute. passiert, mit den Leuten? Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Sind die alle mehr oder weniger in diesen Haben ordentlich Kampfhandlungen Verluste dann, erlitten. ja? Haben ordentlich Verluste erlitten. Genaues weiß ich auch nicht. Putin hat jetzt gerade eine Rede gehalten, vom FSB, vom Geheimdienst, vor der Führung. Und da hat er dann gefordert, dass wir uns, dass wir diese Leute, also er sagte, Russland hat keine Todesstrafe, aber diese Leute müssen sie namentlich ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen. Die sollen nie wieder ruhig schlafen. Also im Grunde hat Putin offen den Geheimdienst angewiesen, diese Leute auszuknipsen. Oh, etwas schwierig, ne? Ja, aber man muss auch da den Hintergrund kennen. Das weiß ja dort auch kaum jemand. Diese ganze Bandera, Ukraine, Nationalistenkram, die waren ja im Zweiten Weltkrieg, haben die ja zusammen mit den Nazis gekämpft. Da waren ja viele in der Waffen-SS-Division Galizien. Und als der Krieg vorbei war, haben die noch 10 Jahre weitergekämpft in der Ukraine. Also ging der Terror in der Ukraine ging noch 10 Jahre weiter, bis die Sowjets das unter Kontrolle gekriegt haben. Mit freundlicher Unterstützung der Amerikaner, logisch. Ne? Also wurden die Leute, die Nazis haben einfach weitergemacht. So, die wurden von den Amis unterstützt und die Russen haben noch 10 Jahre gebraucht, die Sowjets, um damit klarzukommen. Das ist aber der fruchtbare Boden, auf den diese ganze Ideologie gefallen ist, dann da in Das ist ja immer das, was die Russen, der. wenn du jetzt Soldaten an der Front hörst, dann sagen die immer, anscheinend haben wir da irgendwie damals vergessen. Das sind wohl irgendwelche im Wald übergeblieben und haben sich wieder vermehrt. Und was die Russen auch sehr kritisch sehen, nachdem sie das Ganze ausgeschaltet hatten, nach 10 Jahren, war Stalin schon tot, dann kam Khrushchev dran und der hat relativ schnell die Komplettamnestie gemacht. Dann durften die alle wieder nach Hause. So, und dann sind die mit dieser Einstellung 10 Jahre gegen Russland gekämpft, 2 Jahre in irgendeinem Arbeitslager gewesen, wieder in die Freiheit gekommen. Mit welcher Einstellung sind die wohl nach Hause gekommen? Also, das heißt, das ist eine Sache, die Sowjets auch ganz offen, ja, unterschätzt haben, wie auch immer. Und die Früchte sehen wir jetzt. Und darum sind die Russen auch so empfindlich, weil sie sagen, den Fehler mache ich nochmal. Darum hat Putin gesagt, er hat auch darauf berufen, wir erinnern uns an diese Geschichte, das ist nicht vergessen und den Fehler mache ich nochmal. Namentlich rausfinden, wer daran beteiligt ist und bestrafen. Ich finde jegliche Sympathie für so ein Gedankengut einfach nur widerlich und abartig. Nicht nur, weil ich als Deutscher mit meiner Geschichte rumrenne, sondern per se, das geht einfach nicht, so eine menschenverachtende Ideologie. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, dass man jedes Land in jeder Region und in jeder Kultur mit menschenfeindlicher Ideologie beaufschlagen und impfen kann und auch indoktrinieren kann, wenn es nur lange genug gemacht wird. Also das, was ich als Erfahrung aus der Corona-Zeit weltweit mitgenommen habe und gerade hier auch bei uns, wie sehr Menschen, wenn sie nur lang genug indoktriniert werden, bereit sind, ihren Nachbar über die Brücke zu schmeißen, nur was der Fernseher ihnen gesagt hat, dann will ich die Ukrainer, die Banderisten oder wen auch immer da gar nicht so schuldig sehen. Es ist dieses perfide Gedankengut im Hintergrund, das das alles steuert. Und wir wissen ja auch, dass seit vielen Jahren, schon seit den 90er Jahren mehr oder weniger diese Ideologie in der Ukraine aufgebaut worden ist, mit dem längerfristigen Ziel, die Ukraine eben als Bollwerk gegen Russland einzusetzen. Und das ist jetzt sind wir in der entscheidenden Phase, kurz bevor das kippt. Ja, und das bringt uns natürlich dann auch von der Wahl weg zu dem eigentlichen Thema, was uns auch heute der Titel ist, zu den Kriegstrommeln. Ja, wir haben 2 Jahre jetzt den Krieg. Und wir haben jetzt die Situation, dass spätestens seit dem Durchbruch bei Awdijewka die ukrainischen Fronten mehr oder weniger mittel- oder kurzfristig komplett zusammenbrechen. Die militärischen Erfolge der Russen sind auch unter großen Opfern, aber immer größer. Es wird immer offensichtlicher, dass die das einfach überrollen, die ukrainischen Stellungen. Und jetzt hier eine quasi Strategie
im Westen eingesetzt wird, der also wirklich dann so auf zum letzten Gefecht bläst. Ja, wir haben jetzt mehrere Artikel noch, die diesbezüglich dann in diese Richtung gehen. Ich habe so Also ich in bin jetzt gerade mal, wo du jetzt, ich habe jetzt gerade mal was rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich die Schnelle finde. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Interview gemacht. Ja, hier, das, oh, das ist schön. Ich habe es gerade auf Schlag gefunden. Es wird ja immer wieder gesagt, also gerade was du jetzt eben erzählt hast, Ukraine, wie die, es geht ja nicht nur darum, um Propaganda. In der Ukraine haben sie das Projekt angefangen in den 90ern und in die Schulen getrieben. Ich habe ein Interview gemacht vor kurzem für Spiegel TV mit Prozorov, mit einem Mann, der dazu gefilmt gemacht hat. Und der hat dieses ganze Material in seinem Film auch gezeigt. Und er hat also so die Kinderbücher gezeigt, die da kommen. Das sind so Comics, in denen zum Beispiel erzählt wird, ne, die NATO ist super toll, die NATO beschützt uns. Und das ist kindergerecht für 5, 6, 7 Jahre. Ja, wo also die Kinder in den Büchern, in diesen Comics schon lernen, die NATO ist einfach toll. Die NATO schützt die Natur, die NATO bohrt, kein Scheiß, bohrt Wasserlöcher in Afrika, damit die Leute nicht verhungern. Die NATO sammelt Plastikmüll. So ein Scheiß lernen die in der Schule. Ja, und auch auf der anderen Seite lernen sie eben, die Russen sind ganz böse, das sind alles Monster, und so weiter und so fort. Also es ist schon etwas abenteuerlich. Und das ist jetzt seit eineinhalb, fast zwei Generationen so, dass man also mit viel Aufwand, mit viel Indoktrination und Propaganda die Menschen in der Ukraine mit dieser Ideologie infiziert hat, mehr oder weniger. Und dann Ja, gerade das. vor ein paar Tagen oder wann war das gestern, ein junger Ukrainer, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, Prototyp vom Nazi, ich glaube, das war in Polen, wie der da wirklich durch die Stadt gelaufen ist und einen Passanten nach dem anderen eigentlich mehr oder weniger umgehauen hat. Den haben sie dann auch erwischt und jetzt eingesperrt, aber halt auch in dieser Ideologie komplett gefangen ist gegen ja, ausländisch sehende Menschen oder Menschen mit orientalischem Aussehen hat er dann verstärkt angegangen. Also so dieses typische Herrenmenschen-Denken dann auch. Und der ist 16 Jahre alt. Der hat halt auch die letzten 10, 12 Jahre lang nichts anderes gehört wie Herrenrasse und all diese Geschichten. Also ich will das nicht rechtfertigen. Ich will nur sagen, ich glaube, man kann das mit allen Menschen überall machen, wenn die nur genug mit diesen Themen Du beaufschlagt kannst werden, ja. Kindern kannst du jeden Scheiß erzählen. Wenn du Kram in der Schule Ja. bringst, dann kommen die raus und sind darauf eingespielt. Das ist ja wie in Deutschland. Du kannst den Kindern erzählen, es gibt 60 Geschlechter. Wenn du es 10 Jahre lang in der Schule machst, glauben die schon. Dann hast du die Leute mit Mitte 20, die den Quatsch glauben. Oder guck die ganzen jungen Muslime an, die in Deutschland leben, die herkommen, du scheiß Kartoffel, ich stech dich ab, weißt du so. Das ist ja nur, weil sie dieses Gedankengut von zu Hause mitbringen. Die Kumpels in der Schule, in dem Kindergarten, die waren ja nie so, aber das ist dieses falsche Weltbild der Erwachsenen, das dann auf die draufgepackt wird, ja. Und trotzdem ist es scheiße, ja. Also wie gesagt, ich rechtfertige da nichts oder will das nicht gut reden, sondern das ist halt das, was jetzt gerade passiert. Und jetzt, gerade in den letzten Tagen, verstärkt, aber seit ein paar Wochen oder seit Beginn des Jahres ist es jetzt wirklich offensichtlich, in meiner Wahrnehmung, aufgrund der militärischen Tatsachen auf dem Schlachtfeld, die Kraft des Faktischen oder wie man das auch nennen kann, versucht man im Westen jetzt eben die nächste Eskalationsstufe zu zünden. Macrons Äußerungen kommen auch noch gleich dazu. Hast du das Gefühl, dass wir jetzt näher an einem großen Konflikt sind, also NATO-Russland-Weltkrieg, obwohl du schon lange sagst, dass wir im Weltkrieg sind, aber ich meine jetzt hier wirklich große Konflikte, nicht nur Ukraine-Russland, sondern auch NATO mit Truppen rein in die Ukraine. Denkst du, dass das kurz bevorsteht? Nee, mehr noch, die sind schon da. Das hat der polnische Das haben wir inzwischen ganz Verteidigungsminister gehen wir zum gesagt, nächsten ja. Artikel rüber. Geh zum nächsten Artikel rüber. Das Teil 1. wäre wie Teil 2, wie Westen, Teil 1. Teil 1. da sind wir schon, der Westen gegen den Krieg in Russland. So, geh mal runter. Der Westen ist im Krieg gegen Russland. Siehst du, 28. Februar hat es die Times berichtet. Und zwar immerhin der Chef der britischen Streitkräfte, der hat gesagt, dass die Briten schon vor Ort sind.
Ich habe hier, es ist überhaupt kein Geheimnis, dass die Briten verschiedene Formen der Unterstützung bieten, Leute vor Ort, Geheimdienst und so weiter und so fort. Das Das heißt. war die Reaktion vom russischen Pressesprecher des russischen Präsidenten. Wenn du auf den Artikel von der Times gehst, dann stellst du fest, dass der Chef der britischen Streitkräfte gesagt hat, die Briten haben den Russen geholfen, den Ukrainern geholfen, russische Schiffe im Schwarzen Meer zu versenken. Kriegsbeteiligung. Was wir immer vermutet haben bei der Moskwa und anderen Dingern, das waren nicht die Ukrainer. Wird in der Times offen gesagt. So, ne, und dann die Deutschen, die Generäle in dem Taurus-Telefonat, die haben auch gesagt, dass die Briten schon da sind und ihre Storm Shadow-Flugkörper programmieren auf Ziele gegen Russland. Das ist Kriegsbeteiligung. Wie würde denn die Amerikaner reagieren, wenn Russen irgendwelchen Islamisten Marschflugkörper geben und die doch programmieren, damit die auf amerikanische Ziele fliegen? Würden die Russen, ne? Das ist Krieg. Die sind da. Dann Sikorski, der polnische Außenminister, hat es jetzt zwischen zweimal schon gesagt, dass westliche Soldaten schon lange in der Ukraine aktiv sind. Und El País, die spanische Zeitung, hat es auch jetzt inzwischen zugegeben. Also, es ist eine Sache, wir müssen nicht mehr über die Frage stellen, die Franzosen sind ja sowieso, die Russen haben jetzt gerade in Odessa einen Aufmarschplatz weggemacht, da haben sie, ja, die Zahlen sind verschieden, aber Dutzende anscheinend wieder französische Soldaten weggebombt. Die sind schon da. Was wir jetzt erleben, die ganze Diskussion von Macron ist nichts weiter und das ganze Drumherum ist nichts weiter, als die Leute im Westen darauf einzustellen, dass das schon lange ist. Das wird ihnen nicht gesagt, es wird dann gesagt, wir treffen jetzt die Entscheidung, aber sie müssen irgendwann die ganzen Zinksärge erklären. Und das kann Wie man kann nicht. das denn sein? Also, muss jetzt nicht stimmen, ne? Kann russische Propaganda sein, aber der Naryschkin, der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, hat jetzt offen gesagt, hat gesagt, wir wissen, er hat seit 2000 Mann Spezialtruppen für den Einsatz in der Ukraine vor. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass die französischen Streitkräfte inzwischen Probleme haben, gerade im mittleren Offizierskorps, mittlere Ränge, weil von denen in der Ukraine überdurchschnittlich viele gefallen sind. Also, die haben inzwischen anscheinend in Frankreich Probleme, Freiwillige in der französischen Armee zu finden, die für eine Rotation in die Ukraine Weil sie wissen, das Risiko, da zu sterben, ist doch sehr, gehen. sehr hoch. Weil schon eine ganze Menge nicht zurückgekommen ist. Vor ein paar Wochen, Monaten war doch der Fall mit den 70, angeblich 70 toten Franzosen Januar Kharkov, ja. in dem Hotel da. Januar, war im Januar in Kharkov, jetzt haben wir das gleiche in Odessa. Und gut, wie gesagt, jetzt kann man hier sagen, das ist russische Propaganda, aber die Meldung ist ja da. Und der Naryschkin hat auch gesagt, dass offensichtlich die Franzosen in der Ukraine jetzt schon so viele Soldaten verloren haben, wie seit dem Algerienkrieg nicht mehr raus. Also, die haben auch ein Problem. Du hast ja hinterblieben. Und du willst nicht, dass die zur Zeitung rennen und sagen, na ja, mein Mann war Leutnant in der Armee, der hat sich freiwillig gemeldet für den Einsatz in der Ukraine, der ist weggesprengt worden, aber die Franzosen, die Regierung sagt, das machen wir gar nicht. Aber mein Mann ist tot. Das heißt, du musst die entschädigen, du musst dafür sorgen, dass sie die Schnauze halten. Ja, ich verstehe natürlich, dass der Macron dabei dann innenpolitisch ganz schön unter Druck kommt. Wer weiß, wie man den Mann sonst noch irgendwie unter Druck setzen kann. Diese Geschichte mit seiner Frau ist ja auch neulich wieder hochgekocht. Das will ich jetzt gar nicht groß aufziehen hier, aber es gibt doch Hinweise darauf, dass man glauben könnte, Macron sei in einer gewissen Art und Weise formbar oder lenkbar oder so. Das lasse ich jetzt mal dahin. Aber was mir auch gerade eingefallen ist, Thomas, in Deutschland gab es ja auch die Debatte über die Wehrpflicht jetzt, die immer wieder aufgeflammt ist. Und dabei war interessant zu erkennen, dass man gar nicht über die Wehrpflicht an sich diskutiert, sondern in der öffentlichen Diskussion gleich einen Schritt weitergeht. Ja, sollen Frauen auch zum Bund dann oder nicht im Fall der Fälle? Also man spricht gar nicht darüber, ob das jetzt notwendig ist, Leute wieder einzuziehen mit einer Wehrpflicht, sondern man spricht gleich über den nächsten Schritt. Die Leute dürfen sich mit dem zweiten Schritt beschäftigen, ohne über den ersten Schritt nachzudenken. Also wirklich bewegte Zeiten. Ich habe so den Eindruck, in unserer Lebenszeit, wir sind fast gleich alt, war die Gefahr eines realen Krieges noch nie so groß wie jetzt gerade eben. Ja, ich vermute, wir sind schon längst über die Gefahr hinaus. Also, man muss sich wirklich genau angucken, das ist ja das Schlimme, das wird ja bei euch nicht berichtet. Also der Sikorski und die ganze Meldung, dass schon lange westliche Soldaten in der Ukraine sind, die sind jetzt von Ende Februar, Anfang März. Wir haben Mitte März.
Es gab, ich glaube, es gab so zwei, drei kleine Überschriften mal darüber, aber sonst nicht. Es wird die deutschen Medien melden, Sikorski könnte sich vorstellen, so wie Macron, eventuell und vielleicht. Aber dass der schon zweimal jetzt gesagt hat, die sind da drüben schon, die westlichen Soldaten, das wird in Deutschland gar nicht thematisiert. Ja, weil die Stimmung nicht so ist, dass die Deutschen in den Krieg wollen. Und wenn man die Franzosen anguckt, der Macron hat ganz klar gesagt, also eine rote Linie, das hat er gesagt, haben Zeitungen berichtet, nicht widersprochen. Bei einem Treffen mit den Fraktionschefs der Parteien da bei ihm, da hat er gesagt, naja, also wenn die Russen Richtung Kiew oder Odessa gehen, muss ich da Jungs hinschicken, muss ich da Soldaten hinschicken. Also das ist, wir sind jetzt an einem Punkt, und dann kannst du überlegen, was machen denn die Medien im Westen draus, wenn jetzt die Franzosen hingehen und Soldaten hinschicken und die in der Ukraine weggesprengt werden? Also richtig offizielle Soldaten hingeschickt und die werden offiziell gesprengt. Und auch mit Ja, das ist der Meldungen erste. jetzt hier in Saporoschje durch den Angriff einer Iskander-Rakete kam das französische Regiment zu Schaden und so. Ja, und da werden also diverse Sachen durchgespielt. Es wird durchgespielt, eben ne, die Russen zu stoppen, wenn sie auf dem Weg nach Kiew und Odessa sind. Und dann werden so Sachen durchgespielt. Jetzt wird die Bevölkerung beruhigt. Naja, wir schicken keine kämpfenden Truppen. Wir schicken Grenzschützer, die dann, weiß ich was, die Grenze Ukraine-Weißrussland sichern. Damit die Soldaten, die ukrainischen, die da sind, an die Front können. Ja, aber wenn die französischen Soldaten da sind, sind die Kriegsziele. Dann werden die regulär angegriffen. Und die Russen haben schon gesagt, jetzt also mehrere wichtige Leute, nicht nur Medvedev in seinen wilden Posts, sondern auch andere haben ganz klar gesagt, wenn da Franzosen auftauchen, dann werden die unser vorrangiges Ziel. Unter anderem deshalb und den ganzen anderen europäischen Staaten, die vielleicht auch die Idee haben, gleich zu erklären, dass es keine gute Idee ist. Und es gibt also auch schon Pläne, die jetzt kamen aus Frankreich, kam eine Meldung, und aus Großbritannien interessanterweise, dass man darüber nachdenkt, eben westliche Truppen, wenn man sie dann schickt, nochmal, ne? Weißrussland, ukrainische Grenze, dann entlang Dnieper. Der Dnieper teilt die Ukraine ziemlich genau in der Mitte von Nord nach Süd durch. Da wollen sie welche hinstellen, nach dem Motto, wenn der Russe über den Dnieper will, dann trifft er die NATO-Soldaten. Und über den Schutz von Kiew wird geredet. Also, dass gewisse Truppenkontingente des Westens an diesen strategischen Punkten eingesetzt werden, um die Ukrainer zu entlasten und um eben auch den Russen wieder einen schwarzen Peter zuzuschieben. Seht ihr, die Russen greifen uns Europäer an. Wir wollen ja nur die unschuldige Ukraine beschützen und die Russen greifen uns an, bedeutet, seht ihr, wir haben wieder einen Beweis dafür, wie unmenschlich Putin ist und deswegen sind alle Aktionen legitim. So ist ja das Credo. So werden es die Medien darstellen. Aber dass die schon lange da sind, diese Soldaten, das wird verschwiegen. Und das ist ganz spannend. Also das, ne, wenn ich mir angucke, was die deutschen Medien machen. Die ganzen Kolumnisten schreiben alle, dass jeder, der gegen Tauruslieferungen ist, der ist doof. Obwohl inzwischen, ne, gibt es ja nun zwei Leaks inzwischen. Erstens, die Taurus können nur von deutschen Soldaten bedient werden. Das heißt, die Deutschen machen die Zielprogrammierung für die Ukraine. Dann ist Deutschland Kriegspartei. Und das Zweite ist, wenn man den Ukrainern diese Software geben würde, hätten die Deutschen sie nicht. Kam ja da in diesem Verteidigungsausschuss raus. Und die Medien erzählen nicht, europäische Soldaten sind schon in der Ukraine. Das erzählen sie nicht. Sie erzählen, wer keine Taurus liefern will, ist ein zögerliches Acht. Also die Deutschen werden komplett, was die Medien machen, das ist also, ich habe immer wieder gedacht, das geht nicht schlimmer. Aber was sie jetzt derzeit alles verschweigen, ne, angefangen bei der Präsidentschaftswahl, was sie da für einen Quatsch erzählt haben, bei der russischen, und jetzt bei dieser Soldatengeschichte. Geh mal auf die Straße und frag, wie viele in Deutschland wissen denn, dass europäische Soldaten in der Ukraine schon aktiv gegen Russland sind? Ja, Tagesschau hat es nicht gemacht, Spiegel auch nicht. Und was passiert denn, wenn sie jetzt die F-16 liefern? Von wo soll die starten? In der Ukraine nicht mehr möglich. Das heißt, die muss in Polen, Rumänien starten irgendwo. Und da werden die Russen drauf wollen. Damit wird der Startplatz zu einem Ziel der Russen, egal ob legitim oder nicht. Und wenn dann die erste Rakete wirklich in Polen oder Rumänien einschlägt, ist das Geschrei natürlich umso größer. Also ich merke, dass diese Bellizisten, diese Kriegstreiber, dieses Spiel da wunderbar spielen momentan. Und das alles ihren Herren dient natürlich dem militärisch-industriellen Komplex, ja.
Sie provozieren es hinten raus. Und Das heißt, wieder wird Russland irgendetwas tun und dann das Geschrei im Westen diesbezüglich groß sein. Seht ihr, der böse Russe. ja, aber keiner im Westen kommt auf die Idee, wir wären mal mit dem Waffenstillstand und mit vernünftigen Verhandlungen. Das nicht. Ja, das Gegenteil, weil wenn dann Leute wie der Papst um die Ecke kommen und dann sagen weiße Fahne, obwohl man das ja ihm in den Mund gelegt hat und er hat nur die Frage des Reporters mehr oder weniger quasi diesbezüglich bejaht, dass das sinnvoll wäre, wenn derjenige, der merkt, der verliert, dass er dann doch eher schlau wäre, wenn er die weiße Fahne hissen sollte. Es kam also nicht aus seinem eigenen Input raus, sondern das hat man nur so konstruiert hinterher. Aber sogar der wurde dann mehr oder weniger als Puppe von Putin bezeichnet und es geht ja gar nicht. Ne? So, Friedensverhandlungen, um Gottes Willen, wer kann denn jetzt nach Frieden schreien? Ja? Ja, die Außerdem, Ukraine hat schon übrigens, keine Leute mehr. Das Land das ist wollte ich gerade ausgeblutet. sagen, wer war es? Sikorski auch, hat gesagt, man sollte die Verluste der Ukrainer nicht in Hunderttausenden zählen, sondern vielleicht in Millionen, weil Das war zehn. nicht Sikorski, das war der ehemalige polnische Generalstabschef. Ah, okay, aber auch keine unbedeutende Figur, ja. Also Ja. Ja, hältst du aber es, ja. die Zahl denn für realistisch? Also wir sprechen jetzt, ich wollte jetzt wissen, sind es Millionen Gefallene und Verletzte oder einfach Leute, die verschwunden sind? Weil Millionen ist ja doch was anderes wie jetzt 500.000 Tote, obwohl das schon schrecklich genug ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich äußere mich zu den Zahlen nicht. Ich kann es nicht sagen. Also ich sage mal so, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn die Russen zu geringe Zahlen über ukrainische Verluste veröffentlichen. Ja, man müsste ja im Krieg erwarten, dass die Russen zumindest mal die Verluste des Feindes zu hoch angeben. So, wenn die Russen jetzt, weiß ich, von 5, 6, 700.000 reden, weiß ich nicht genau, wo wir jetzt sind. Die haben ja schon wieder gesagt, in diesem Jahr schon wieder 70.000 weg. Dass es dann in Wirklichkeit Millionen sind, ist jetzt eher für mich eher unwahrscheinlich. Man beachte dabei, Moment, die Russen melden die Zahlen, die sie als bestätigt haben, also an der Front. Was sie im Hinterland noch weggeschossen haben, wissen sie nicht, melden sie nicht. Ich weiß es nicht. Aber die Ukraine ist ausgeblutet. Das ist ja inzwischen, das hört man ja aus Kiew. Die wissen in Kiew nicht, wie sie die Leute rekrutieren sollen. Weil der nächste Punkt ist, wenn Sie jetzt da 500 oder 300.000 Leute nochmal nachrekrutieren, zwangsweise, indem Sie die Gesetze ändern und jetzt auch andere Altersgruppen einrufen oder sonst was, wer soll dann eigentlich noch arbeiten und Steuern zahlen? Wer soll Brot backen? Aber wenn es nach Lindsey Graham geht, der Kongressabgeordnete der USA, dann ist es eine gute Idee, wenn man also quasi alle an die Front schmeißt. Das ist wichtig, dass die Ukraine da Lindsey kämpft. Graham findet das toll, wenn die Ukrainer weg sind. Das ist, jeder tote Ukrainer ist die Chance, auch Russen zu töten. Das ist ja alles. Der wird das auch toll finden, wenn es mit den Polen anfängt, mit den Franzosen. Ist weit weg. Die Also. Amerikaner haben jetzt gegen die Russen gekämpft bis zum letzten Ukrainer. Wir sind jetzt bald an dem Punkt. Jetzt kommen wir den letzten Polen, den letzten Franzosen dazu nehmen. Das ist aus der amerikanischen Sicht völlig egal. Ich will jetzt hier gar kein tiefenpsychologisches Profil von dem Herrn Graham aufmachen, aber es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Politiker da auftreten und einfach fordern, dass nochmal Zehntausende oder Hunderttausende ins Feuer gehen müssen in ihrem Namen, nur um ihre eigenen geostrategischen Ziele voranzubringen, mit welcher Menschenverachtung die da eigentlich auch auftreten. Ist das neu? Ja, nein, eben nicht, das haben wir schon immer, aber es ist doch erstaunlich, wenn man das in so einer grotesken, brutalen Form dann auch gespiegelt sieht. 500.000 Kinder im Irak gestorben an den Sanktionen. Es war den Preis wert. Wo ist doch alles alt? Mich wundert es wirklich, dass es Menschen gibt, die so eiskalt sind und einfach an Menschenleben wie nichts, wie eine Fliege auf der Windschutzscheibe wahrnehmen. Es ist mir ein Rätsel, wie es solche Leute geben kann, ja. Aber lass uns bei diesen strategischen Gedanken bleiben. Wir spinnen wir mal das weiter, dieses Spiel. Angenommen, NATO, also sprich die Esten, ein paar Dutzend Bataillone, die Ukrainer, Quatsch, die Franzosen und so weiter, schicken da jetzt mal 5.000 bis 10.000 Leute hin. Und es gibt dann diese Scharmützel und große Verluste auf Seiten der westlichen Truppen. Was würde dann daraufhin, wie würde das dann weiter eskalieren können? Ich bin mir sicher, dass dann der Westen nicht sagt, oh, es war eine doofe Idee, was wir da gemacht haben. Wir ziehen die restlichen Überlebenden jetzt zurück und blamieren uns vor der Welt, sondern die würden ja dann eher
Double Down, Triple Down, ne? So, oh, voll rein und All in. all in, ja. Du, ich würde mich jetzt nicht mehr wundern, wenn irgendwelche europäischen Länder diese reingezogen werden, das auch da knallt. Ich bin an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr darüber wundere. Das ist ja, die Amerikaner haben es ja geschickt gemacht. Man muss es immer genau aus Washingtoner Sicht sehen. Ich sage es immer wieder. Die Amerikaner sagen ganz deutlich, wir nicht. Wir schicken keine Soldaten. Dass Europäer das machen, ist eine tolle Idee. Wir nicht. Und jetzt mit diesem Schreckgespenst, dass wenn Trump gewählt wird, dass er dann quasi die Europäer im Stich lässt, wie es so eben in den letzten Wochen geheißen hat, das hat natürlich dann so eine Eigendynamik in Europa angefacht, dass die alle sagen, wir müssen jetzt erst recht und wir brauchen eine gemeinsame europäische Politik, Atombombendiskussion, Europa und so weiter. Also wir laufen jetzt quasi ins eigene Verderben und die Amis sitzen über ihrem beautiful, nice, big ocean, wie es Trump neulich gesagt hat, ja, bei dem ist immer alles beautiful and big and nice, und lachen sich ins Fäustchen. Ja. Haben sie in der Ukraine schon gemacht, 2 Jahre. Ist für die Amis ein Unterschied, ob da Ukraine oder Franzosen verrecken? Nö. Immer aus Washingtoner Sicht sehen. Ich bin jetzt gerade bei Alois Irlmeier, der hier irgendwelche russischen Panzerhorten gesehen hat, die da durch die Suwalki-Linie gefahren sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es russische Invasionstruppen gibt in Europa, wenn ich sehe, was für ein großer Aufwand das war, alleine den Donbass zu erobern und zu sichern. Wie, das ist ja nicht mehr die Sowjetarmee, die jetzt hier ganz Europa überfallen kann. Das wären dann strategische, taktische Manöver. Ja, das ist du. Eine nette Überschallrakete in eine Munitionsfabrik in Europa. Rheinmetall zum Beispiel. Guten Appetit. So, dann können die keine Granaten mehr produzieren. Wenig zivile Opfer. Kann man noch ankündigen, kann sagen, pass mal auf, morgen schießen wir da rein. Arbeiter geht da nicht hin. Morgen ist nicht gut, da hinzugehen. Haben sie in der Ukraine ja gemacht. Die haben ja am Anfang sogar noch Flugblätter abgeworfen und gesagt, pass auf, das Stadtviertel ist gerade doof. Ja, also es ist ja nicht so, dass so, aber. Ich schließe es nicht mehr aus. Jetzt mit dem, was da jetzt abgeht, mit dem Truppen reinschicken und weiß ich was, ich schließe es nicht mehr aus. Dass da irgendwo der Punkt kommt, wo die Russen sagen, pass mal auf, wenn ihr hier offizielle Soldaten reinschickt, die können ja erstmal ganz entspannt anfangen. So, die Franzosen schicken offiziell Truppen rein. Oder gehen die Russen los und hauen mit einer Iskander-Rakete den Charles de Gaulle, den Flugzeugträger im Mittelmeer weg. Puff. So, nur mal so als Ansage fürs Gesprächsklima. Das wäre natürlich krass. Ja, warum nicht? Die Briten haben doch zugegeben, dass sie daran beteiligt waren, wie russische Schiffe im Schwarzen Meer versenkt werden. Da kann man doch mal zurückgeben. Wechselgeld. Ich glaube, dass die Es Russen ist das lange irre, was die wissen, machen. aber die haben das absichtlich bisher nicht gemacht, um das, die Eskalation weiter zu verhindern. Also bis jetzt sind die ja eher da zurückhaltend gewesen mit diesen großen Aktionen. Ja, Wenn aber das das muss jetzt nicht jemand unbedingt so hört, sein. der aus der Also anderen Blase kommt, dann klingt das, was ich gerade gesagt habe, natürlich total weltfremd. Es ist ein großer Krieg, der da stattfindet. Aber wenn man sieht, dass alleine im Gazastreifen jetzt mehr zivile Opfer gab in 4 Monaten wie zivile Opfer in 2 Jahren innerhalb der ganzen dreimal Ukraine. so viele inzwischen, dreimal so Dreimal so viele. viele. Also, wenn Russland wollen würde, dann wird es da ganz anders ausschauen. Auch, wer hat es vor kurzem Wenn gesagt? Russland einen brutalen Angriffskrieg führen würde, dann wären da schon hunderttausende Zivilisten tot in der Ukraine. Exakt, genauso wie es die Amis gemacht haben in Irak und Syrien und Libyen und so weiter. Und die Israelis gehen genauso vor. Aber gut, Leistung. Also es ist inzwischen, die Sache macht mir auch keinen Spaß mehr, ehrlich gesagt, weil jetzt, also ich glaube, wir kommen jetzt an den Punkt, wo es ernst wird. Also die Europäer, wie gesagt, man muss es nur aus Distanz sehen. Das ist für jemanden, der ist in Deutschland, ist undenkbar, dass da wieder Bomben. Gab es nicht in den 80er Jahren. Wie denn? War für die Ukrainer auch undenkbar. War vor 2009 für die Syrer auch undenkbar. Oder die Libyer. Ganz undenkbar. Ja, also und aus Washingtoner Sicht, es geht um Machtpolitik, Russland schwächen. Ukraine hat nicht gereicht, schicken wir Polen, Deutsche und Franzosen hinterher. Aus amerikanischer Sicht eine tolle Idee. Keine eigenen Soldaten, Gab ein kein Statement. Atomkrieg, kein Fall NATO, na, kein Verteidigungsfall NATO. Ich muss es immer noch mal wiederholen, weil viele dann denken, oh NATO, nein. Wenn die Franzosen in die Ukraine gehen, ist das deren Privatvergnügen. Und wenn sie dafür dann hinterher auf die Nase kriegen, dann können sie nicht sagen, wir wurden angegriffen, sondern ihr habt euch in den Krieg eingemischt. Euer Problem. Der Die chinesische. Amerikaner werden für Europa keinen Atomkrieg machen.
Warschau für Washington ist kein guter Tausch. Und jetzt gab es da noch die Ankündigung von Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten, der gesagt hat, wenn Amerika oder die NATO Russland angreift, stehen wir parat. Und das hat er gesagt vor einer riesen, also das hat schon fast so Massenaufläufe, da waren wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausend Soldaten waren da auf dem Platz, wo Xi Jinping in Uniform dann eben hier so eine Ansprache für seine Soldaten gehalten hat. Und das Bild wurde dann transportiert, die Chinesen würden den Russen zu Hilfe kommen, wenn Dann das wirklich habe dann. ich verpasst die Meldung, war wohl, wenn ich unterwegs war. Habe ich verpasst. Ja, nun, wenn das gesagt hat. Ich habe nur die Meldung gelesen. Ich kann ja kein Mandarin, also insofern hoffe ich, dass die Meldung gestimmt hat. Ja, also 62 war sehr knapp, ne, mit der Kuba-Krise, aber jetzt sieht es noch knapper aus, oder? Ja, ein französischer Ex-Oberst, Oberst AD, hat im französischen Fernsehen schon gedroht, wenn die Russen dann in der Ukraine die französischen Soldaten angreifen, könnten die Franzosen dabei auch taktische Atomwaffen einsetzen. Na, dann wird's lustig. Also, das ist, die haben's, die verkacken es in Europa. Aber richtig. Du erlebst mich gerade gedankenvoll und schweigsam, um das Ganze Ich zu finde es auch nicht verarbeiten, witzig. Ich habe jetzt die ja. letzten Tage diese Sachen geschrieben, habe, ich finde es auch nicht lustig. Also, und dann musst du mal vergleichen. Das ist ja der nächste Witz. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, bin ich dann drauf gestoßen worden. Guck doch mal bitte nach, die französische Armee, wie viele Panzer hat die französische Armee? Ich helfe dir, so 220, 230. Wie viele Panzer hat die russische Armee? 12.000. 14.000. Was wollen die Franzosen? Deswegen passt ja dieses Bild von dem nächsten Artikel auch so ganz gut, wo der große Bär da diesen kleinen Pudel mit dem Napoleon-Mützchen da anschaut. Das geht zwar hier um Moldawien, Armenien und Georgien, aber Frankreich ist ja da auch mit drin. Ich denke mal, dass die ganzen, also das ist jetzt meine Wahrnehmung in Bezug auf, wie ist Europa von Amerika gesteuert, dass diese ganzen transatlantischen Verbindungen so weit in die Regierungen reinreichen, dass die Europäer quasi in ihr eigenes Verderben laufen, auf Geheiß des Meisters im Hintergrund, der die Stricke zieht der eigentlichen Marionetten. Ja, tun die Ukrainer da auch die Also bei Münzen drauf. Scholz ist es eindeutig, da siehst du ja, wie erpressbar der ist, weil die Skandale, die der hat und die nie aufgearbeitet werden, Wirecard, Cum-Ex und was war da noch? Also, you name it. Und genauso ist es bei Macron, da sehe ich auch sehr viel Erpressungspotenzial. Ich weiß nicht, wie es mit den Engländern ist, obwohl ja da die Verbindung zwischen England, Empire und Amerika über die City of London, das ist ja sowieso fragwürdig, wer da wen kontrolliert eigentlich. Manche Leute sagen, dass es eigentlich immer noch die City of London ist, die auch Washington kontrolliert. Manche sagen, es ist genau andersrum. Da war ich zu wenig Mäuschen an der Wand, um das, oder Fliege an der Wand, um das genau zu bezeichnen. Aber Ich bin, Meloni zum ich Beispiel. hab. Die italienische Präsidentin Meloni hat jetzt gesagt, ja, sie ist da nicht dabei, wenn da europäische Truppen Richtung Ukraine sollen. Ist das dann noch so die gespielte Opposition? Na, müssen wir mal abwarten. Also, Frankreich, das wird ja inzwischen von überall gemeldet, versucht gerade eine Koalition zu bilden von Ländern, die mit Frankreich zusammen in die Ukraine reingehen. Dass Meloni im ersten Schritt nicht mitgeht, kann ich gut verstehen. In Italien ist ja, also in Italien ist sehr viel pro Putin. Also die Italiener finden Putin gut, der hat da sehr gute Werte. Aber gut, du lass die erstmal reingehen, dann kriegen die auf die Nase und dann kommt vielleicht Italien in der zweiten Welle hinterzu. Das ist, mal sehen. Also ich kann mir vorstellen, Franzosen, Balten, Polen, keine Ahnung. Ah, übrigens hast du vorhin gesagt, das habe ich vergessen, noch zu sagen. Also bei der Wehrpflicht, ne, von wegen, die Deutschen diskutieren jetzt schon, die Frauen einzuziehen. In Dänemark wurde es gerade beschlossen. Da wurde die Wehrpflicht gerade auf Frauen ausgedehnt. Nur so am Rande. Die haben eine Wehrpflicht in Dänemark, oder? Offensichtlich. Also ich habe die Meldung kam jetzt, dass das dänische Parlament, dass die dänische Regierung oder das Parlament jetzt die Wehrpflicht ausdehnt auf Frauen. So.
Jo, also, ja. Das sind ja lustige Zeiten, die da auf uns zukommen, oder? Ja, ziemlich. Ziemlich. Dann lass uns den Artikel hier, den ich gezeigt habe, hier mal schnell besprechen. Welches Spiel Frankreich in Moldawien, Armenien und Georgien spielt? Wie hängen die Länder jetzt miteinander zusammen? Werden die in das große Karussell mit eingereiht hier in der Ja, hat Front man ja gegen... vor. Hat man ja vor. Es sind ja alles ehemalige Sowjetrepubliken, die man gegen Russland in Stellung bringen will. Georgien hat ja schon wieder 2008 mit dem Kaukasuskrieg geklappt. Die aktuelle georgische Regierung ist ja sehr pragmatisch. Die ist sicher nicht pro-russisch, aber sie ist auch kein Selbstmörder. Also das heißt, die hält sich aus der antirussischen Politik raus. Hat aber enorm Druck. Und übrigens, die georgische Präsidentin, die absolut antirussisch ist, ist auch französische Staatsbürgerin. Ah ja, okay. Ja, also die Kurze Franzosen Wege. spielen auch da. Spielen auch da. Armenien hat eine sehr große Diaspora in Frankreich. Da gibt es viele Kontakte. Und Armenien ist welches Land? Das ist das Land, wo der Herr Paschinian gerade sagt, ich will aus dem Militärbündnis der GUS raus und mich der NATO zuwenden. Und Moldawien ist ganz lustig. Macron sollte nämlich gerade neulich nach Kiew fahren. Da hat die Reise abgesagt und ist stattdessen nach Moldawien gefahren. Und hat dort eine militärische Zusammenarbeit mit Frau Sandu verkündet. Also, also all diese Länder haben durchaus Potenzial für etwaige Kriege. Also Moldawien sowieso, ne? Transnistrien ist ja das Thema da. Was wohl auch der Grund ist, warum dem Macron Odessa so wichtig ist. Weil wenn die Russen durch Odessa laufen, dann haben sie eine gemeinsame Grenze mit Transnistrien, dann sitzen sie an der Grenze von Moldawien. Das findet der Westen gar nicht witzig. Ja, Georgien hat schon mal geklappt mit dem Krieg gegen Russland und Armenien wird gerade auf Spur gebracht. Also überall hat Frankreich seine Finger drin. Also Macron, da gibt es so Leute, die ganz nüchtern sagen, offensichtlich ist das auch eine Abrechnung mit Russland, weil letztendlich haben die Russen die Franzosen aus Afrika rausgebracht. Stimmt, ja. Ja, also das ist, die Franzosen haben, im Grunde haben die Franzosen ihren Status als Großmacht verloren, als sie jetzt Westafrika verloren. Plötzlich müssen sie jetzt das Uran, wir wissen gar nicht, wo sie es herkriegen sollen, was sie bisher billig hatten, aus Niger, das ist jetzt weg. Niger hat übrigens gerade, habe ich euch drüber geschrieben, Niger hat gerade auch die Amerikaner rausgeschmissen. Ja, Tschüssikowski, ja. Ja, also das, aber die Russen holen sie rein. Ja, also das heißt, da in Westafrika geht, da ist auch einiges am Wenden und das war vorher französisches Machtgebiet. Da sind die Franzosen rausgeflogen. Also die Franzosen sind ein bisschen böse auf Russland. Und die Russen sind ja auch blöd. Ich meine, die unterdrücken die da, die beuten die gar nicht aus, die afrikanischen Länder. Das ist ja doof. Darum prallt ja auch die ganze Propaganda des Westens in Afrika ab, weil die vor Ort sehen, ja, nee, also ihr habt uns ausgebeutet. Die Russen machen es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass wir in einen sehr interessanten Frühling laufen und bevor noch die heiße Phase des amerikanischen Wahlkampfs angeht, dass sich da geostrategisch große Verschiebungen ergeben. Ja, Weil, ich glaube, wie also lass gesagt, mal die ja auch Europawahl vorbeigehen. militärisch ist es ja jede Woche so, dass ich die ganze Zeit die Meldungen mitbekomme von den Truppenvorstößen seitens der Russen, dass immer mehr Ortschaften quasi unter deren Kontrolle geraten. Und auch die Ukrainer eigentlich permanent am Auflösen sind. Es gibt reihenweise Verbände, die sich ergeben, weil sie wissen, das hat keinen Sinn. Und auch die militärische Schlagkraft der Russen scheint immer stärker zu werden, was die alles an neuem Kriegsgerät raushauen. Die 3000 Flügel, 3000 Kilo Flügelbombe ist jetzt fast kurz vorm Einsatz, was also verheerend ist. Die haben also jetzt schon. Im Vergleich zum letzten Jahr haben die jetzt Anfang 24 schon genauso viele Bomben geschmissen wie letztes Jahr, das gesamte Jahr über. Also die meisten Zuschauer wissen das, aber für diejenigen, die das damit nichts anfangen können, ein Aufsatz von Flügeln, der über einen Satellitennavigationssatz gesteuert wird. Man kann also mit diesen Bomben, die sonst wie ganz normale dumme Bomben, die halt einfach ausgeklinkt werden und dann hoffentlich dann treffen, kann man die wirklich also metergenau jetzt einsetzen und zwar 1,5 Tonnen und gerade um Awdijiwka rum haben die ja da hunderte Bomben eingesetzt und haben diese großen Bunkeranlagen aus 60, 70 Kilometer Entfernung bekämpft. Da sind die dann außerhalb der Reichweite der ukrainischen Luftabwehrtruppen
Und damit konnten die diese großen Bunkeranlagen aufsprengen und natürlich auch die Soldaten zermürben, weil ein Effekt von 1,5 Tonnen Sprengstoff, die hochgehen, sind ja dann auch die Druckwellen, die die Soldaten demoralisieren, weil die da in den Kellern sitzen. Selbst wenn sie überlebt haben, diesen Bombenabwurf, sind sie danach mehr oder weniger so geschockt von dieser Schockwelle auch, von dieser Druckwelle, dass da vieles dann einfach im Kopf stattfindet. Ja, gut. Ja, es Wir müssen jetzt da nicht im ja. Klein-Klein jetzt Nee. sein, was da im Krieg alles passiert, ist schrecklich genug. Ja, es geht nur darum, dass halt ich in meinem Umfeld alle und jeder, der irgendwie einen gesunden Kopf auf hat, jetzt natürlich genau mitkriegt, was passiert hier gerade? Wieso sitzen bei Lanz nur solche Bumsköpfe wie Strack-Zimmermann und Hofreiter und was weiß ich wer? Wie heißt der? Roderich-Kiesewetter und so weiter. Kiesewetter, ja. Diese ganzen NATO-Propagandisten, die alle hier mehr oder weniger den Krieg als die Ultima Ratio bezeichnen, die müssen nicht an die Front, weißt du, von denen keiner und wahrscheinlich von deren Kindern auch niemand. Aber es sind dann immer die kleinen Leute, die dabei draufgehen. Wir werden es an dieser Stelle nicht lösen können, Thomas. Also ich bin mal neugierig. Also einerseits hat der Westen ein Problem, weil die Russen vorrücken. Und das wird noch extremer, wenn das erstmal trocken wird in der Ukraine. Jetzt ist ja noch alles verschlammt und so weiter. Andererseits haben die Europäer aber echt ein Problem, wenn sie jetzt anfangen, Truppen dahin zu schicken und die dann anfangen, in Särgen zurückzukommen und das mit der Stimmungsmache gegen Russland nicht nur gut klappt, weil wir noch die Europawahl vor uns in diesem Juni. Also eigentlich müssten die Europäer, wenn sie politisch denken, das Ganze bis Juni rauszögern. Juni, Aber die Frage ist, wo also verläuft die Front im Juni? im Juni ist die Wahl erst. Okay, wir haben dann jetzt den ganzen April, Mai, 2,5 Monate noch ungefähr. Ja, das ist so eine ganz Ja, schöne und also Strecke. spätestens ab Mai kann man in der Ukraine sich sehr gut bewegen, dann ist nämlich der ganze Matsch getroffen. Also, das heißt, die Frage ist, haben die Europäer so viel Zeit bis zur Wahl zu warten mit dem Entsenden von Truppen? Oder wo steht die Front dann schon? Oder gehen sie vorher rein? Was macht das denn mit der Europawahl? Das ist, ja, aber die Europäer wollen offensichtlich rein, sie wollen Truppen bringen und welche Folgen das hat, ist nicht abzusehen. Das ist völliger Kamikaze-Kram. Und in 100 Jahren schreiben dann Historiker über die Idioten von heute, die Schlafwandler von heute, die Bücher, ja, so wie damals, Ja. 1914 Aus der Geschichte nichts gelernt. im Sommer. Juhu. Aus der Geschichte nichts gelernt. Ja, Das ist bewegte, komisch, aber. spannende Zeiten. Ich hoffe, dass genügend Leute aufwachen noch bis dahin oder dass zumindest immer mehr Leute anfangen, kritisch zu denken. Schwierig, wenn man sich Mainstream-Medien anschaut, dann können die Leute eigentlich gar nicht aus diesem Umfeld raus. Ich sehe das auch in meiner Familie oder also in dem Bekannten- und Familienkreis, den ich habe. Da höre ich nur, dieser böse Putin und der Nawalny, das wäre der Einzige gewesen, der ihm Paroli bietet und jetzt ist der weg und Putin hat ihn umgebracht und also diese ganzen Talking Points aus den Massenmedien werden hier unreflektiert übernommen und es ist nicht möglich, da auf irgendwie einem fruchtbaren Boden eine Debatte zu führen, Ich habe weil gerade meinem Tagesschau-gläubigen Freund hab ich mal gesagt, wie er dann so dazu steht, dass die Medien gar nicht berichten, dass westliche Truppen schon in der Ukraine sind. Und der ist so geföhnt von den Medien, dass er gar nicht begriffen hat, dass das im Grunde schon Krieg ist. Also der ist so geföhnt davon, dass man Taurus schicken muss und das wäre keine Kriegsbeteiligung und alles keine Kriegsbeteiligung. Der hat das Problem gar nicht erkannt. Intelligenter Mensch, der hat das Problem, dass wir hier davon reden, dass der Krieg nach Europa überschwappen kann wegen sowas, hat er gar nicht erkannt. Dass in russischen Raketentruppen die Koordinaten deutscher Ziele jetzt schon eingetippt worden sind, ja. Ja, immer drin. Ich habe Atomwaffen der Amerikaner und amerikanische Soldaten. Das war eine der Sachen, die Putin oder die Russen generell gesagt haben. Schweden und Finnland sind sich blöd, dass sie in die NATO gehen. Jetzt müssen wir unsere Raketen noch auf deren Ziele programmieren. Das hatten wir nie vor. Wozu denn? Sie machen sich selber zu Zielen. Warum? Wozu? Uncle Sam. Ja. Da kommen wir jetzt an dem Punkt nicht weiter. Wir haben noch einen Artikel hier auf der Uhr stehen. Und zwar geht es um diese unterseeischen Kabel, um die Unterwasserkabel, die im Roten Meer vor kurzem zerstört worden sind. Offizielle Auslegung des Westens ist, dass die Houthis das waren.
das waren. Aber die haben nicht wirklich ein Motiv, schreibst du, und die weisen diese Anschuldigungen auch zurück. Wer ist denn da deiner Meinung nach der Hauptverdächtige und wer könnte davon profitiert haben, wie du die Frage auch in der Einleitung stellst? Ja, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so sehr mein Ding. Da bin ich von den Russen drauf gestoßen worden. Das war in russischen Nachrichten ein Kommentar. Und das ist die Kabel. Also da sind sehr viele Kabel, die da durchlaufen. 16 Stück. Und vier davon, die wurden auch namentlich genannt: Seacom, TGN Gulf, Asia, Afrika, Europe One und Europe India Gateway. Das waren die vier Kabel, die gesprengt wurden. Und das ist auch nicht ganz ohne. Das konnte man zwar anscheinend irgendwie ganz gut umleiten, aber gibt Meldungen, nach denen zufolge über diese Kabel tatsächlich 25% des Datentraffics, des weltweiten Datentraffics laufen. Das sind wohl sehr wichtige Kabel, die da liegen. 25%. Ja, und jetzt kommt der Witz daran. 80% dieses Traffics über die Kabel läuft, ist der Traffic von China, Indien Richtung Westen, also Richtung Europa. Das heißt, hier wurde der Datenverkehr zwischen Europa einerseits, China und Indien andererseits abgeschnitten. Okay. So, tja. Da hat irgendjemand was stören wollen. Ich habe jetzt hier gerade mal eine Karte gesucht, wo die Unterseekabel eingezeichnet sind insgesamt. Und da sehe ich dann doch, dass da eben hier im Roten Meer doch einige durchlaufen, ja, weil das ist natürlich 16 Stück, 16 Stück. Einfacher zu verlegen wie über Land, weil wenn du mit dem Schiff das Kabel hinten einfach rausschmeißt und unten versenkst, ist das um einiges leichter, wie wenn du am Land da extra so einen riesen Graben ausheben musst oder hochspannen musst. Ist das interessant? Von der technischen Seite jetzt nur, also. Aber Ja. nochmal zurück zu der Frage. Denkst du, dass das in Zukunft ein bevorzugtes Ziel sein könnte, dann eben auch, wenn es zu solchen Konflikten kommt? Weil Kommunikation ist ja alles. Wenn Kommunikation gestört ist, dann ist natürlich dann auch taktisch schwierig, da weiterzukommen. Ja, das könnte schon, also wie gesagt, die Russen konnten natürlich dann nicht umhin, auch noch darauf hinzuweisen. Übrigens, liebe Freunde, die Amerikaner haben ja Erfahrung mit solchen Sprengungen, ne? Unterwassersprengungen. Ja, mit Unterwasser-Sachen sind sie ganz gut, habe ich gehört. Da gibt es einen gewissen Erfahrungsschatz, ja. Ja, und da haben die Russen natürlich darauf hingewiesen, ne? Also jetzt hier sind die Amerikaner sind da unterwegs mit ihren Schiffen vor Jemen und ausgerechnet da fliegen wieder Kabel weg. So, also das, ne, ich weiß auch gar nicht, wie jemand das hätte machen sollen. Wir dürfen ja auch wieder eins nicht vergessen. Auf See haben ja die USA, Briten und auch die Deutschen ja die nun ganz klar die Waffen holt. Da können ja nicht irgendwelche, oder haben die Jemeniten jetzt auch irgendeine deutsche Segeljacht gemietet, so ein 12-Meter-Schippe, und sind dann zwischen den Kriegsschiffen durch und mal runtergetaucht. Das ist die neue Drohne, die sowohl über als auch unter Wasser kann. Ah, ja, stimmt. Wieder was gesagt. Was die Jemeniten alles können, ne? Unglaubliche Wunderwaffen. Also, ja, ich fand es eine interessante These, weil das Thema jetzt gar nicht so groß kam. Und das stimmt wieder, ne? Es ist also insofern schon interessant. Es hat, was die Amerikaner ja gerne möchten, die wollen ja auch China vom Westen abtrennen. Es hat also, ne, den Datenverkehr China-Europa getroffen, nicht China-USA, den komischerweise nicht. Also es gibt schon Parallelen, die zumindest mal die Frage stellen, wer profitiert davon? Und das sind nicht die Jemeniten, nicht die Houthis, auch nicht die Europäer. Alles in allem eine wirklich sehr verwirrende Zeit, sehr verrückte Zeit. Wir können nur darüber berichten und es dokumentieren, in der Hoffnung, dass genügend Leute darauf aufmerksam werden und eben daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen. Thomas, du hast wenig geschrieben diese Woche. Wir sind jetzt eigentlich schon durch. Hast du noch ein paar salbungsvolle Worte für uns zum Schluss? Oder bist du jetzt durch und möchtest dann auch endlich nach Hause, wenn du deinen Flieger dann erreichst? Jetzt habe ich ja salbungsvolle Worte. Gibt Fang es jetzt eigentlich nicht an viele? damit, dass wir alle nach Russland wollen. Das will ich jetzt nicht hören. Nee, müsst ihr nicht, das ist euer Problem. Jeder, wie er lustig ist. Ja, nee, eigentlich das.
Kann jetzt reichen. Fällt mir nichts mehr ein. Ich war jetzt wirklich die Woche auch. Ich habe im Grunde seit Mittwoch, Donnerstag letzte Woche fast nichts geschrieben, also außer ein bisschen Wahlbeobachtung. Und jetzt gestern noch die paar Artikel da, die über diese ganze Kriegstreiberei im Westen mit den Truppenentsendungen und mit Truppen, die schon da sind. Ich muss mich erstmal wieder einlesen, was jetzt die Woche passiert ist. Da bin ich jetzt dabei nebenbei. Aber das ist das Einzige, was ich einfach feststelle, ist, der Westen dreht enorm am Rad und das gefällt mir jetzt nicht mehr, was ich da sehe. Also es gefällt mir überhaupt nicht mehr, weil ich wirklich das Gefühl habe, das wird auf Europa, das wird, weiß ich nicht, aber die Gefahr, dass das auf Europa übergreift, wird immer größer. Also das, also die haben, ja, die verstehen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist auch ein geiler Titel, gell? Das hat Ja, so einen der ist vielleicht wirklich gut. biblischen Bezug, ja. Ja, der ist vielleicht sogar besser als das, was wir ursprünglich hatten. Denn sie wissen Ja, nicht, was. wirklich, weil, also, es ist wirklich, ich bin, also, es schockiert mich. Ja, die können ja alle antirussisch sein, aber warum bitte schön bis zum eigenen Selbstmord? Okay, Wirtschaft ist nur Geld und dann seid ihr ein bisschen ärmer, dann könnt ihr nicht mal reisen und dann ist gut, aber jetzt, wenn der Kiesewetter davon redet, Moskau zu bombardieren, ich meine, ja, dann muss er sich überlegen, wo schießt denn Moskau als Antwort hin? Das ist unglaublich. Das, was da für Leute jetzt bei euch rumlaufen dürfen, und ihren Scheiß in die Kameras absondern, und offensichtlich werden die Sachen teilweise umgesetzt. Also Macron wird Soldaten schicken, da bin ich sicher, zusätzlich zu denen, die schon da sind. Und dann wird es offiziell gemacht und dann werden die Russen sagen, fein. Wir beobachten es weiter. Ich habe zum Schluss doch noch eine gute Nachricht. Ich habe gestern gelesen, dass in die Sache Julian Assange Bewegung gekommen ist. Die Amerikaner haben vorgeschlagen, wenn er sich zu einem geringeren Vergehen schuldig bekennt, und zwar zum unsachgemäßen Umgang mit geheimen Unterlagen, dass er dann damit verurteilt wird und die 5 Jahre, die er in Belmarsh im Knast sitzt, dann quasi als Strafe gelten und er damit vom Haken wäre für die Auslieferung nach Amerika. Es könnte also durchaus sein, dass da jetzt irgendwie in den nächsten Tagen offiziell was kommt. Es gab erste kleine Meldungen diesbezüglich, dass da jemand was verlautbaren hat lassen. Es ist noch nicht offiziell, aber es könnte sein, dass er vielleicht doch in gar nicht so später Zukunft, also recht bald, vielleicht doch aus dem Knast rauskommt, der Julian Das Assange. glaube ich noch nicht. Also das glaube ich noch nicht. Also die drohen ihm 170 Jahre. Ja, es ist eben eine Meldung aus Amerika, aus dem Umfeld Ich des. weiß, ich weiß. Das war aber keine Regierungsquelle. Das war schon irgendwie um die Ecke und war ein Vorschlag und so. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass das wirklich eine Sache aus der US-Regierung war. Das hat irgendwer vorgeschlagen. Aber Gott, ich schlage auch viel vor. Mal gucken, man kann ja, Hoffnung stirbt Ich würde es ihm, zuletzt. ich würd's ihm Ja. gönnen. Ich hoffe es wäre. Aber dass die Amerikaner jetzt plötzlich in dieser Eskalation ihre Menschlichkeit entdecken, halte ich für etwas unwahrscheinlich. Vielleicht um damit abzulenken, weißt du. Seht mal, wir sind gar nicht so schlecht. Wie auch immer, wir wünschen es ihm auf jeden Fall. Und dir wünsche ich, dass du jetzt nach Hause kommst und dann endlich wieder mit deinem Wuffi Gassi gehen kannst. Und natürlich auch mit deiner zukünftigen Frau. Also, weil sonst wäre ich wieder geschimpft. Ich denke nur an die Hunde oder so. Also, ich hoffe, Ach dass so, du. fragen mal ganz viele, warum ich den Ring nicht trage. Leute, ich mache keine Diät, nichts, aber ich habe abgenommen und der ist mir vom Finger gefallen. Und weil ich das einfach nicht will, dass er mir beim Händewaschen, muss ich ihn runternehmen, weil das verliere ich. Ich muss mehr fressen, dann nehme ich ihn ab. Sehr gut. Ja, Also, das ist noch, weil ich sehe die Frage immer und ich wollte immer mal antworten, ich habe es immer vergessen. Das ist einfach wirklich, ich habe das 2 Kilo Wichtigste zum abgenommen Schluss. und Also bei dir ja. steht alles noch auf grün. Da wird auch einiges passieren. Thomas, danke für den Moment. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen spätestens. Und dann, wie gesagt, einfach alles Gute für die nahe Zeit. Wir sehen ja dann auf deiner Seite, was alles aufzuarbeiten gewesen sein wird. Jo. Was war das für ein Also, Deutsch? Wahnsinn. Ich bin durch. was war das für eine super Zeitform, die deutsche grammatische Zeitform total. Futur 2, vergangene Zukunft. Wenn wir es Oh, was du alles verstanden weißt. haben werden. Was du alles weißt. Ich habe das nie gecheckt. In der Schule habe ich lange gebraucht, was vergangene Zukunft ist. Weißt du so? Das musste man mir lange erklären. Jetzt habe ich es gecheckt. Also, wir werden Das muss man mir immer uns noch am erklären. nächsten Sonntag gesehen haben werden, wie auch immer. Ich wünsche dir was, Thomas. Nach draußen. Werden wir uns nächsten Sonntag gesehen haben. Gut. Okay, Tschüss. ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß. Mal sehen, was wenigstens mal besprechen. Das ist alles noch nicht. Ciao.